Ich begrüße Sie zum heutigen Plankenschnack Episode 94. Ich komme immer durcheinander mit der 4, oder? 94? Okay. 94. Ja, wir sind in der 94. TwitchCon war 93, das ist die 94. Mein Name ist HC Dizzy unterstrich Fortnite. Und da ist Slapstick. Herr Slapsticker ist heute auch dabei. CSGO XXX Slapstick am Start. Oh, krass, okay. Deine Karriere, du bist da aufgestiegen, Slappy, in der Karriere, ja. In der Ladder. Ja, was bist du denn jetzt schon? Grand Eagle Vogel? Grand Platin Diamond. Grand? aber die Moves, die sind noch ein bisschen verlegen, oder? Ja, ich muss noch ein bisschen, wie nennt man surfen? Fürs Movement, oder was? Ja, fürs Movement. Okay, finde ich gut. Hallo, Sali, na, du? Ahoi. Was hast du denn so gegrandmastered? Du klingst gerade so seltsam bei mir. Ich? Ja. Also bei mir ist alles normal. Okay. Bei mir auch. Okay, dann liegt's an mir. Hast du vielleicht das Arschgesicht-Filter draufgemacht? Was? Na, du hast doch dieses Helikon. Kann man da nicht so ein Arschgesicht-Filter draufmachen? Wahrscheinlich, auf jeden Einzelnen. Oh, den will ich nicht so. Nee, deine Stimme ist zu gut. Hier, hast du ein Arschgesicht-Filter. Arschgesichtfilter, das werde ich mir merken. Radiogesichtfilter. Wie ist es? Wie war die TwitchCon? Ereignisreich. Also ereignisreich. Ich erinnere mich nur, dass ich am. Wann hatten wir unseren Schnack? Am Sonntag? Ja. Dass ich sonntags. Dass ich sonntagmorgens im Hotel meinen Mann angeschaut habe und angefangen habe zu weinen. Ich hasse, ich bin so dick geschwollen. Weil ich so eine widerliche allergische Reaktion im Gesicht hatte und es war nicht so schön. Ich bin doch heute auf der Bühne. Und David Hasselhoff kommt auch auf die Bühne. Und jetzt sehe ich aus wie David. Ja, während er den Burger isst. Es war, ja, da war ich so ein bisschen, das war ein bisschen blöd. Ansonsten war es sehr schön. War so viel los und trotzdem hat man so viel Raum gehabt. Ganz sehr angenehm. Das war sie tatsächlich. Also im Nachhinein muss man ja sagen, wir hätten so viel Mumpitz erzählen können auf der Bühne. Unsere Wort wäre bestimmt trotzdem nicht gelöscht worden. was wurde gelöscht? Ich habe nur vernommen, ich weiß nicht, ob es wirklich so war, aber ich habe vernommen, dass die Wort von David Hasselhoffs Auftritt dann am Ende verschwunden ist aus den Annalen. Habe ich auch gehört. Aus den Archiven. Im deutschsprachigen soll es noch drin sein, aber im Originalenglischen soll das wohl gegangen worden sein. Oh. Ich weiß, ich hab's nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Also ich habe den Auftritt von David nicht mehr. Schon. Echt? Okay. Und was ist denn da vorgefallen? Ja, wie soll ich das beschreiben? Na, am besten irgendwie. Also, ich weiß nicht. Innerhalb von 15 Minuten halt eigentlich. Das waren die längsten 15 Minuten meines Lebens. Das war ja in Ordnung, aber dann. Ehrlich? Ja. Aber ja. Kommt ein neuer Knight Rider und sowas. Oh. Ja, vor lauter Verzweiflung habe ich gerade mein Ding, um meine Brille zu putzen, geöffnet. Jetzt putze ich auch die Brille. Ja, putz doch mal. Ich wusste halt wirklich nicht, worauf ich mich einlasse. So. Ich bin da reingegangen, habe mich neben Philly Fun-Mann gesetzt so, und er sagte auch so, weißt du, was jetzt auf uns zukommt? Ich so, nee, keine Ahnung, das könnte halt voll in die Hose gehen. Das könnte aber auch super witzig sein und super episch werden am Ende. Ja, eins von den beiden Dingen ist tatsächlich aufgetreten. So, ich hatte eher erwartet, dass es halt so eine kurze Interviewgeschichte sein wird, wo halt ein Interviewer da sitzt, 15 Minuten David Hasselhoff interviewt und ihn ein paar Sachen ausfragt über so Sachen und dann wieder geht. Dass er da jetzt alleine vorne steht und hin und her läuft mit einem Mikrofon und halt 15 Minuten Monolog hält, davon wusste ich nichts. Und es war sehr eigen. Vor allem, wenn man selber im Publikum saß. Ich glaube, es wirkte wahrscheinlich ein bisschen anders noch, wenn man es im
in der Entfernung des Bildschirms gesehen hat, aber wenn man da drin saß, ey. Was war denn also, da jetzt nun so ein Eigen? Normalerweise nutze ich das Wort cringe nicht. Ja. Oh, okay. Aber das war schon besonders. Hat er überhaupt irgendwas mit Gaming oder irgendwie so in der Richtung? Ja, das klang so, als hätte ihn vorher, eine Stunde vorher jemand gesagt, was überhaupt Twitch ist. Und was er so sagen kann. Und das hat er dann irgendwie in seinen Monolog mit reingebracht. Und der ist halt immer zwischen vier Themen hin und her gesprungen. Er hat irgendwie zwischen seiner Story, also seiner Geschichte, wo er herkommt, mit Looking for Freedom, Mauerfall und Knight Rider und so, ist er hingesprungen zu dem neuen Knight Rider, den die jetzt produzieren, um ein bisschen Promo zu machen. Dann wieder zurück zu Twitch und dass alle Leute ihre Träume auf Twitch warm machen und ein bisschen Plead Purple. Und da ist die ganze Zeit hin und her gehüpft und es wurde halt bei jedem Sprung schlimmer. Und irgendwann, ich glaube, manche Dinge wurden, die hatten, glaube ich, tatsächlich so eine Taste, die sie drücken konnten, mit denen gewisse Dinge, die er gesagt hat, direkt auch aus der Live-Übertragung gelöscht worden sind. Und er hat zwischenzeitlich ein paar Sachen gesagt, die waren ein bisschen over the top, sogar für die Twitch-Live-Übertragung. Und die wurden offensichtlich dann auch rausgenommen. Also er hat dann, ich will jetzt nicht ins Detail eingehen, weil es wurde halt von Twitch gelöscht, deswegen muss ich jetzt das nicht nochmal wiederholen, aber ne, es ging halt um terroristische Angriffe und so und die aus, so wie er das beschrieben hat, ein bisschen komisch klang. So. Was hat das mit der Twitch-Con zu tun? Ich, ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht mehr. Ja, also, ja, gut. Kann man mal machen, ne? Ja. Wow. Oder auch lassen. Ja, oder man lädt sich halt wirklich mal jemanden ein, der damit irgendwas zu tun hat, ne? Ja. Aber hey, war wahrscheinlich... Ja, wie gesagt, es hätte auch witzig werden können. So. Hätte man ihm so ein Level-Up mal vorher gegeben? Oder eins weniger? Vielleicht eins weniger. Also aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, eins weniger wäre es gewesen. Immer. Immer eins weniger. Definitiv. Ja. Wie waren denn so eure letzten zwei Wochen? Mach mal kurz meine Tür. Weil ich glaube, wir müssen ja nun nicht wirklich so ins Detail gehen von der TwitchCon, oder? Wir haben ja schon auf der TwitchCon über die TwitchCon geredet. Ja, eben. Also wir haben ja schon darüber geredet. Nee. Ja. Es gab ein bisschen was zu zocken, ne? Ja? Ja, du nicht? Also ich bin gerade voll ausgefüllt mit Spielen. Ich bin super happy. So, also zum Beispiel Mortal Kombat. Ich habe die Story von Mortal Kombat im Stream gespielt. Habe ich mir 2 Tage Zeit gelassen. Erst die ersten 50%, am zweiten Tag dann den Rest. Und ja, das war halt, mir gefällt die Inszenierung davon. Es ist wie ein Film anschauen und danach so kurz kämpfen, damit der Film weitergeht. Ist halt, ja, der gegen den, blablabla, es ist Mortal Kombat, was willst du da großartig erklären, ne? Im Nachhinein ist das Spiel dann so, ich habe mir das jetzt bei Stefan angeschaut, der spielt das nämlich jetzt gerade ganz viel vorne. Und ja, es ist halt der pure Grind, um dir alles freizuschalten. Also, wenn du kannst natürlich echt Geld in die Hand nehmen. Wenn du echt Geld in die Hand nehmen würdest, alles freizuschalten, bist du bei 7.000, die du hinlegen kannst. Für alle 7.000 Öcken. Ja, da sind wir aber nur bei Skins, wollte ich gerade sagen. Ja, mehr. Ich weiß nicht, ob jemand das ausgerechnet hat, was du hinlegst für alles. Das ist schon ordentlich. Zudem gibt es so einen komischen VI-Kampf. Also... Das Prinzip habe ich noch nicht so richtig verstanden. Du erstellst dir 3 Kämpfer, die gegen 3 andere Kämpfer kämpfen, die jemand anderes hingestellt hat. Und dann guckst du zu. Und kannst mal, also kannst die Geschwindigkeit, kannst ein bisschen Gas geben. Das Ding ist, dass du dadurch die ganzen Achievements freischaltest. Also Stefan schaltet die Achievements frei, zum Beispiel für die Fatalities dadurch. Und ich denke mir so, Moment, was ist denn das für ein Achievement, was du gerade bekommen hast? Ja, für Fatalities hier machst du 2 Fatalities mit Scorpion.
Ich so, aber du hast doch jetzt gar nicht gespielt, sondern dieses KI-Ding. Ja. Ja, und dann setzt du dich halt hin. Da kommt Geld zusammen und sonst was. Und dann kannst du das durchlaufen lassen und ja. Also haben sie schon eine automatische Grind-Funktion eingebaut? Ja, irgendwie. Ich, aber das ist, man kann ja sagen, dass es zuvorkommt. Ja. Könnte man meinen. Ja. Ich habe das also, noch nicht so, ich muss mir das noch genauer anschauen. Du drückst eine Taste, damit es schneller läuft. Ja, du kannst, oder du legst es auf die Seite und kochst was in der Zeit. Oder staubsaugst. Oder endlich häkelst, das Spiel, das sich selbst spielt. Hast eine Möglichkeit, am PC in der Zeit was zu spielen, auf einem anderen System, so dir überlassen, Switch rausholen. Wie? Smash Brothers spielen. Mario Odyssey oder so. Das läuft ganz gut. Ein richtiges Beat'em-up-Spiel. Nee. Also das jetzt nicht. So, es macht Spaß. Ist toll inszeniert. Es sieht wie, hübsch wie, der aus. Teil, wie der Teil davor. Es macht einfach Spaß, sich die Fatalities, Brutalities und die Final Blow-Sachen, also diese X-Ray-Angriffe, sich das anzuschauen. Das macht schon richtig Bock. Mhm. Das macht richtig Laune. Es ist aber nichts, was ich zig Stunden spielen kann. Das ist ein Spiel, das spiele ich in 3 Jahren werde ich das noch so. Oh, haben wir Lust auf ein bisschen Mortal Kombat? Ja, geil, spielen wir Mortal Kombat. Und dann machst du einen Turm. Na, es ist ein typisches Beat'em-up halt. Für mich als No-Bro in Beat'em-up-Sachen ist das ein bisschen casual. Ich spiele die Story auf normal. Und dann mache ich da ein bisschen Turm, ein bisschen hier, ein bisschen da. Und dann habe ich da auch wieder genug. Aber von Beat'em-Ups ist es neben Tekken, ist es halt meine Lieblingsreihe, wo ich am meisten Spaß habe. Wenn ich kurz einschalte, dann habe ich auch Spaß dran. Ich habe das auch, ja. ein Stream habe ich das nochmal extra gespielt, fernab von der Story, die übrigens großartig war, fand ich. Ich war in dieser Schatzkammer drinne. Keine Spoiler bitte, ja. Ich möchte das auch in 5 Jahren vielleicht mal spielen. Okay. Ich war in der Schatzkammer drinne. Den Unfug habe ich ja gar nicht verstanden. Also, das gab es im 10er schon. Das ist die Krypta. Ja, ja. Aufmachen und das fand ich dann irgendwann ziemlich bescheuert. Dann bin ich wieder rausgegangen. Und dann habe ich Türme gemacht, diese 9 Türme. Da hab ich das, Türme? Ja, genau. Dann habe ich das Tutorial da durchgemacht und dann bin ich in den nächsten Turm rein. Hm? Fuck my life. Was haben die denn für eine Buffs da drauf? Ich hab dann irgendwann, bei dem einen musste ich halt resignieren. Da habe ich gesagt, Leute, sorry, aber jetzt mach ich aus. Also ich habe mir das dann so ein bisschen angeschaut. Du hast ja Verbrauchsgegenstände, die du aktivieren kannst und dann in den Türmen nutzt, wie zum Beispiel Heilung oder eben Sonstiges. Genauso haben deine Gegner eben auch Sachen, wie zum Beispiel, dass die ganze Zeit Kabal mit dazukommt und denen hilft oder so. Du kannst aber auch klassische Türme spielen. Was ich sehr gut finde, dass sie das beides reingenommen haben. Die 9-Zeit-Türme für mehr Herausforderungen, wo du ja dann auch immer noch die verschiedenen Level hast. Erst das Tutorial, danach kommt das große mittlere Level, wo du gefühlt 6, 7 Inseln hast, 6 zum Aussuchen. Und wenn du das alles absolviert hast, geht's ja dann weiter. Also ich finde, ja, man also hat was zu tun. Die 9 Türme waren schon echt ganz schön krank. Ich habe da bei der einen, habe ich gesehen, ich habe die nicht kaputt gekriegt. Das war Cassie. Keine Chance, die konnte ich nicht wegnageln. Habe ich irgendwann gesagt, sorry Leute, aber nö. Weil ich muss auch sagen, ich habe keine Consumables mitgenommen ganz am Anfang dafür. Und dann war natürlich Ente-Trente. So, die hatte ich dann immer komplett nackig gemacht. Und der hat dann leider auch nicht mehr die 14-Jährigen-Taktik gezogen. Was ist die 14-Jährigen-Taktik? Na, immer denselben Scheiß, Angriff? Genau, immer denselben Scheiß-Move machen. Die hat dann auch nicht mehr gezogen. Die war dann zu schlau schon dafür. Und dann habe ich das ausgemacht. Also ich muss sagen, für die Story hat es gereicht, so mehr muss ich da aber auch nicht machen. Ich hab mit so einem Finding Stick gespielt und ich fand mich jetzt auch nicht so schlecht. Aber Alter, Verwalter, die tun ja so dermaßen die Sehnscheide irgendwann weh durch dieses ganze Rumgedrücke auf diesen ganzen Knöpfen. So. Puh. Also so mal 1 Stunde oder 2 ist cool und die Story ist auch richtig töfte. Ach, aber mehr muss es dann auch nicht sein mit Mortal Kombat 11. Also ich spiele das tatsächlich so. Um schneller Kombos. Aber das mache ich bei allen Beat'em-ups und auch schon immer. Okay. Spiele ich das so. Aber nach 2, 3 Stunden merke ich es. Ich weiß nicht, ob es mit dem Alter zu tun hat, aber ich merke es halt, dass ich krampfe in der Hand, weil du bist da. Ja, da würde ich mir so einen Stick eigentlich wünschen. Dann ist auch genug für mich. Also.
Soll ich dir einen mitbringen nächstes Mal, wenn ich zu dir komme? Ich habe zwei. Ein Stick? Ja. Nein, nicht so einen. Die CRISPR-S.de. Echt? Ja, klar. Ich habe zwei davon. Ich habe noch einen komplett eingepackten. Oh! Dicken frischen, mit dem noch nicht gespielt worden ist. Der ist komplett unberührt. Unbefleckt. Unbefleckt. Der ist bereit für die Empfängnis. Ansonsten, ich fand, es macht einfach Spaß. Es sieht toll aus. Mhm. Die neuen Gegner, besser gesagt, die neuen Charaktere, die drin sind, spielen sich toll. Es spielt sich super. Es spielt sich flüssig. Ich habe keine Probleme gehabt. Ich hatte keine Bugs. Die Soundabmischung war ein Kraus. War das das? Doch, ne? Wo der Sound so mega, mega, mega leise war und ich dann immer höher drehen musste. Ach so, ja. Der Sound war unfassbar leise bei Mortal Kombat, ja. Ja, das war nicht so gelungen. Das war so ein Wermutstropfen. Ja. Aber ansonsten, Popcorn-Kino. Zieht euch die Story rein, das ist witzig. Bom, mega inszeniert, macht Spaß. Liebe. Ist mir persönlich keine 60 Euro wert, muss ich sagen. Also das liegt aber an dem Genre. So, ich spiele keine Beat'em-Ups oder keine Brawler. Okay, jetzt für die Switch hier, Smash Brothers, habe ich mir jetzt geholt. Weil es halt Nintendo ist und ich halt ein Fanboy bin. Aber jetzt so bei Mortal Kombat, Tekken, Street Fighter und wie ist das vierte? Dead or Alive? Nee. Soul Calibur? Nee, ja, Soul Calibur. Ah, Soul Calibur, genau. So die spiele ich dann. Entweder ich habe jemanden, mit dem ich die spielen kann, aber da kenne ich ehrlich gesagt niemanden gerade, der jetzt vorbeikommen wollen würde und mit mir Couch-Koop das machen, zusammenzocken wollen würde. Ansonsten, ich überlege jetzt gerade, ob ich mir Mortal Kombat 10 hole. Weil das gibt es jetzt mittlerweile, glaube ich, für 20 oder 30 Euro. Da bin ich, muss ich sagen, so ein Patient-Gamer. Weil gut aussehen tut es auf jeden Fall. Mhm. Da kann man nichts sagen. Also, und sieht sehr spaßig aus. Grinden werde ich sowieso nicht. Ich werde bestimmt auch nicht mehr als 10 Stunden spielen. Ich bin da nicht so derjenige, der die Kombos alle auswendig lernt und die ganzen einzelnen Moves und so. Ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht direkt am Anfang schon alle Fatalities hat, weil wenn man mit einem Charakter kämpft und sich an ihn gewöhnt und dann immer und immer wieder den gleichen Fatality sieht, ja, trägt schnell ab, muss ich sagen. Das ist mir schon beim Streams gucken aufgefallen. Ja, das ist halt die Langzeitmotivation, die sie damit versucht haben einzubauen, ne? Ja. Oder die Backdoor für den Einkauf, so. Ja, eben. Nee, bei mir hat es auch gar nicht funktioniert, so wirklich. Ja. Es ist halt Warner Brothers, ne? Ja. Darf man nicht vergessen. Ja, die Sellout-Maschinerie muss laufen. Ja. Aber darunter, das Spiel ist gut und ja. Ich muss auch sagen, früher hätte ich noch versucht, irgendwie Gründe zu finden, warum diese ganze Sellout-Maschinerie blöd ist, aber ganz im Ernst, wer muss dieses Spiel denn zu komplett 100% durchspielen? So, also so eins gar nicht. Ja, eben. Hätten sie jetzt die Charaktere hinter der Paywall gepackt, das wäre kacke gewesen, aber die hast du ja alle so. Ja. Ich meine, wie du schon gesagt hast, so Finisher sehen wäre schon ganz nett so, aber wenn du sie nicht hast, hast du halt einfach nicht. Ja. Und alle Kostüme, so, wofür brauche ich 60 Kostüme bei 24 Charakteren? Brauche ich nicht. Da hole ich mir einen vielleicht. Okay, dass das jetzt zufällig alles ist, ist vielleicht ein bisschen doof, aber so sieht jedes Spiel halt ein bisschen anders aus. Sagen wir es mal so. Ich würde da jetzt keinen Grund finden, mich unbedingt aufregen zu müssen. Also ich glaube, die Mortal Kombat wirklich gerne mögen, sie haben genug in dem Spiel zu tun. Also es ist nicht nur eben Beat'em Up, sondern du hast dann diese ganzen Zusatzelemente und dann kannst du halt Zeittürme machen und deine Zeitkristalle sammeln und in die Krypta gehen, wo es ja auch Gimmicks drin gibt, ne, geheime Türen und Zusatzzeug. Irgendwann kriegst du einen Speer und das Ganze. Also ich finde, da haben sie schon einen Haufen reingesteckt, sodass wenn du dir das Spiel für diesen Preis kaufst, du eben nicht nur diese Story hast, die sehr kurz ist und danach nur noch das Online-Fighten, sondern du hast eine Riesenauswahl, was du da machen kannst. Ob du jetzt gehst und Fatalities übst oder sonstigen Kram machst, da haben sie wirklich einiges reingesteckt. Für mich war es am Anfang zu überladen und zu viel, zu viele Reiter, die ich öffnen konnte und zu viel. So, was ist das? Und zu viel
Möglichkeiten, Sachen zu bezahlen. Da Herzen, Coins, ja. Zeitkristalle, das und das. Und ich so, okay, und was ist das? Und wo kommt das her? Und ja. Das ist mir zu viel. Sowas habe ich nicht gerne. Ich möchte nicht erst studiert haben, um zu verstehen, was brauche ich, um diese Kacke freizuschalten und wie bekomme ich es. Das habe ich nicht so gerne. Nee. Aber sobald du dich dann mal reingefunden hast, hast du halt einen Haufen Zeug zu tun. Hm? Ja, die Frage ist, ob man das denn nachher möchte. Ne? Ist halt immer noch ein Beat'em-up-Game so. Es gibt genug Leute, die dieses Genre sehr, sehr gerne mögen. Und dann hast du wenigstens dein Geld gut angelegt. So, da hast du. Hier hast du was zu tun. Grinden, Baby, grinden. Und wenn du nur KI-Kämpfen zuschaust, so, damit du wenigstens den Sound von Mortal Kombat im Hintergrund hast. Ja. Yeah. So, auf der Couch. Dann kriegst du noch ein bisschen Geld mit dazu, während du Kartoffeln schälst für dein Essen. Oh, Mann. Was habt ihr sonst auch so gezockt? Deine Liste ist doch ellenlang. Meine ist lang, Sebi. Ja, wenn deine lang ist, dann sag doch mal ein Spiel. Wir können doch abwechseln. Ach so, jawohl, ich habe jetzt nicht so viel gespielt. Ich habe jetzt auch nicht viel gestreamt. Ich finde halt immer so Zwischenräume, dann Abende, wo ich zocken kann. Die letzten Abende, für mich ein bisschen, habe ich mir mal Forager angeguckt und es durchgespielt. Du bist schon durch? Ja, also ich bin jetzt mittlerweile nur noch dabei, Achievements zu unlocken. Ich habe jetzt von 84, die, nee, 64, die es, glaube ich, gibt. Ich weiß nicht mehr, ob es 84 oder 64 waren. Wenn es 64 sind, habe ich 6 und, oder 58 oder so. Mir fehlen auf jeden Fall noch 6 Achievements oder so. Es gibt so ein paar Achievements, die sind halt ein bisschen schwieriger zu bekommen oder ein bisschen umständlicher, sagen wir es mal so. Nicht schwierig, aber umständlich zu bekommen. Sonst, ich habe alle Tools, ich habe alles gesehen. Ich muss sagen, es fängt an wie so ein Stardew Valley-Verschnitt ohne Farm. Obwohl Farm wohl später noch dazukommen soll. Jetzt momentan, das Farm ist noch so relativ rudimentär. Aber da soll wohl später noch ein System dazukommen, dass das ein bisschen noch verbessert. Aber es fängt so an, dass es sich ein bisschen anfühlt wie so ein Stardew Valley-Verschnitt, nur eben ohne dieses Farm und ohne diese Story drumrum. Aber mit der Zeit merkt man, es ist eher ein Klicker-Spiel mit Rumlaufen. Also, wenn man so einen Klicker mal gespielt hat, ne, ich weiß nicht mehr, wie die ganzen heißen. Ich habe mal einen gespielt, so einen Flash-Klicker, der war ganz lustig. Dann merkt man, vor allem wenn es halt anfängt, halt, dass man fast alles eigentlich automatisch machen lässt vom Spiel selbst, dann spielt sich das Spiel eigentlich schon fast selbst tatsächlich. Und man muss nur noch hingehen und immer Eisen, Gold, Stahl und sowas beauftragen an den ganzen Maschinen und kriegt halt immer mehr und dann, es kommen halt immer mehr Sachen dazu, wie Öl, Sand und dann muss man das Öl in Glasflaschen füllen, ein Glas muss man herstellen, dann muss man das Glas in eine Fabrik bringen, die macht dir dann Plastik, aus dem Plastik kannst du dann zusammen mit super tollem Stahl kannst du dann Elektronik-Schaltkreise zusammenbasteln, also so ein bisschen Minecraft-Modpack-mäßig. Und die setzt du dann am Ende zu coolen Sachen zusammen, wie Drohnen und die für dich halt dann wiederum Sachen erledigen und so einen krassen Destroyer, mit dem du halt Sachen kaputt machen kannst, die du vorher nicht kaputt machen konntest und so. Hast aber auch Dungeons, die super an 2D-Zeldas erinnern. Also es ist schon witzig. Ich habe schon Spaß gehabt und ich konnte auch nicht aufhören, es zu spielen. Es ist halt, dieses Suchtpotenzial von eben diesen Klickerspielen hat es. Und das ist auch eben der Reiz, glaube ich. Es ist weniger der Reiz, immer weiter sich zu upgraden, sondern mehr wirklich dieses süchtig machende, oh, jetzt kriege ich gleich eigentlich noch 2 Plastik, mit denen ich dann das noch freischalten kann. Jetzt kann ich noch nicht ausmachen. Und wenn du da bist, jetzt aber kann ich mit den 2 neuen Sachen gleich wieder was anderes machen und kannst halt nicht aufhören, weil die Zahlen steigen immer weiter nach oben. Also ist cool, muss ich wirklich sagen. Das hört sich ein bisschen an wie Minecraft. Ja, nur halt von 2D und nicht so krass technisch wie Factorio. Hm.
Bei Factorio sitzt du halt wirklich dahinter und dein Kopf brennt, weil du die ganze Zeit versuchst zu berechnen, wie schnell arbeitet die Maschine, damit ich das Effizienteste rausholen kann, um die andere Maschine wieder zu befeuern. Das ist hier halt nicht so, sondern hier machst du halt entspannt. Nicht gut. Wie ein Anno. Wie ein Anno. Anno ist auch so entspannt. Hat das schon einer gespielt? Ach nee, ihr spielt das ja beide nicht, ne? Ich würde gerne, aber ich spaß mir halt tatsächlich so. Das möchte ich unbefleckt im Stream spielen. So, wenn ich wieder streame, möchte ich auch Anno spielen, aber. Ey, brauchst nicht machen, da gucken nicht viele Leute zu. Gucken bei mir doch sowieso nicht. Ich wollte nur Hilfe geben, dass vielleicht auch ein paar mehr zu gucken. Habe ich eine Entschuldigung? Das war Anno. Anno ist großartig. Anno ist wirklich ein tolles Spiel geworden, muss ich sagen. Ja. Ich guck's auch gerne. Ja? Oh. Den ganzen Tag Berg Black geguckt. Es wird ziemlich abgefahren gegen Ende. Also da kommt man schon so ein bisschen ins Straucheln, weil das doch eine ganz schöne Menge Zeug ist, was man da durch die Gegend schaffen muss. Mhm. Und wenn man dann so ein bisschen Pech gehabt hat mit den Inseln, dann muss man noch mehr hin und her schaffen. Und dann fahren nachher so viele Punkte rum auf der Karte, die Schiffe sind, dass man... Also ich hatte jetzt einen Tag... Ich habe jetzt 3 Tage umgebaut und von meiner Hauptinsel ausgesiedelt. Und 3 Tage? 3 Tage, ja. Ja, du musst ja immer gucken, dass sich das stabilisiert. Dann, ne, wenn du jetzt zu wenig bringst, dann bei mir sind dann die Steuern gefallen. Dann war ich auf einmal bei minus 7.000. Dann musst du das ja wieder anpassen. Anno funktioniert ja nicht so. Okay, bam, 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 bam. Und du schmeißt einfach alles hin. Sondern du musst ja auch gucken, dann ob es reicht. Und wenn das nicht reicht, musst du wieder andere Schiffe bauen. Und dann ist das ja wieder abhängig von deiner Einwohnerzahl. Und dann musst du da wieder noch irgendwo was hinquetschen und da noch was hinquetschen. Und ja, es ist schon sehr intensiv. Also mittlerweile bin ich an dem Punkt angekommen, wo mir dann auch die Birne raucht. Weil es so viel ist. Also gerade auch, wenn du dann in das Ressourcenfeld guckst und erstmal 5-mal scrollen musst, bis du dann irgendwie da angekommen bist, wo du was gucken willst. Aber es ist schon sehr, sehr gut. Es macht schon sehr viel Spaß. Auf jeden Fall. Ja, ich war ja gerade bei Glas angekommen in der Beta. Glas? Und da stürzte das dann ständig ab und dann sind wir nicht mehr weitergekommen. Also ne, Fenster und dann kannst du aus den Fenstern diese schönen Gebäude da bauen und so, aber viel weiter bin ich da nie gekommen. Ja, da kommt noch ein bisschen was anderes. Die Kameras sind unscharf, weil wir das übrigens abgreifen. Ist normal. Das war schon immer so, Leute. Sorry. Ja, Glas ist ja noch ganz am Anfang. Da kommen ja nachher dann ganz verrückte Sachen noch. Also ich habe heute nochmal mein Bier weggemacht. So. Ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, 20 Brauereien oder so. Und da kommen pro Tour, also da fahren irgendwie vier Schiffe, nee, zwei Schiffe hin und her, die bringen immer 100 Tonnen Bier pro Tour. Also kannst du dir ja vorstellen, was hier und was 20 Brennereien da durchballern. Ja. Es ist halt schon wirklich sehr krass. Muss ich sagen. Von Insel zu Insel oder in die alte Welt? Neue Welt. Ja, von der alten Welt bringe ich pro Schiff 300 rum mit. Und das reicht gerade so. Also ich müsste schon 2 Schiffe schicken. Und ich habe jetzt, das musst du ja auch noch mit einberechnen. Das ist ja richtig abgefahren. Wenn du denn nachher von der neuen Welt in die alte Welt noch was mitbringen willst, da musst du ja, da kannst du so viele Schiffe hin und her fahren lassen. Ist denn jetzt, sind jetzt noch weitere Welten schon frei im Spiel? Nee, nur neue und alte. Ach so, also Alaska oder sowas, von denen das manche Leute... Soll wohl dann kommen irgendwann. Ah ja, verstehe. Ja. Aber dann, muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist das ein riesiger Clusterfuck. Also da muss dann noch ein bisschen was her, um das ein bisschen übersichtlicher zu halten, weil ich finde auch das Ressourcen-Tab aktuell einfach viel zu crazy. Das ist einfach zu verrückt. Okay. Viel zu verrückt. Also 1-2 Dinge sollten sie da definitiv noch besser machen für denjenigen dann, weil also mir fehlen jetzt noch,
glaube, 6 oder 7 Ressourcen, die ich noch nicht gebaut habe. Und ich habe jetzt schon, weiß ich nicht, gefühlt 30, 40 Schiffe rumfahren oder so. Und die sind eigentlich schon sehr gut ausgeplant. Naja, mal gucken. Aber hey, das ist, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, muss ich sagen. Und ich spiele auf Medium. Ich als, ja, ich würde es auf leicht, glaube ich, erstmal spielen. Einfach nur, um diesen Spaß am Aufbauen zu haben. Weil ich bin sowieso eigentlich immer eher der friedliche Strategiespieler. Ja. Ich möchte mich nicht so viel mit Kampf und Verteidigung und sowas auseinandersetzen. Kann man das denn auch friedlich gewinnen? Also es gab früher gab es immer mal eine Option. Ich habe das jetzt noch nicht gesehen. Weiß ich noch nicht. Ich weiß gar nicht, was bei mir Gewinnbedingung ist. Also ich hab mir vorgenommen, ich werde es jetzt nicht mehr so intensiv spielen, muss ich sagen, weil ich finde es dann auch echt anstrengend, 10 Stunden das zu spielen mittlerweile, weil es halt wirklich so unfassbar viel ist, dass du dann wirklich am Ende da sitzt und so. Also dir ist dann schon der Kopf einfach. Ja. Aber ich habe mir vorgenommen, ich möchte jetzt einfach mal alles bauen irgendwie und dann bin ich, denke ich mal, würde ich sagen, so, dann ist gut. Ja. Und dann werde ich irgendwo mit meinen ganzen Schiffen reinfahren und dann irgendwas kaputt machen. Ja. Die Atombombe zünden. Das geht nicht. Nee, wie in Civilization. Nee, das geht bauen nicht. Und dann Atombombe zünden. Wow. Aber ja, Anno war definitiv ist das beste Anno seit wirklich langer Zeit. Und die waren, finde ich, alle gut. Auch 2070 fand ich toll. Und da sind auch schöne viele neue Mechaniken drin, so das mit der Population, dass du jetzt halt wirklich auch von jedem was brauchst. Also du kannst ja nicht so wie früher einfach alle Häuser upgraden, sondern du brauchst ja Bauern, dann brauchst du Arbeiter, Ingenieure, was sind das andere? Fabrikarbeiter und sowas alles, das brauchst du ja auch alles. Dann Investoren und so. Also das ist schon in Abhängigkeit von vielen, vielen Dingen. Also auch sowas wie Ruhm, du kannst ohne Ruhm keine Schiffe bauen und ohne Ruhm kannst du kein Zoo bauen und lauter solchen Blödsinn. Das ist schon, eine Menge. Ruhm? Ruhm, ja. Und Einfluss brauchst du auch, glaube ich, um Schiffe zu bauen. Oh, ne? Einfluss brauchst du. Genau, Einfluss heißt nicht Ruhm, okay. Einfluss, ja. Ja. Und dann hast du ja noch die Attraktivität deiner Stadt und auch, ich habe, glaube ich, immer noch nicht alles gefunden in dem Spiel. Also sie haben da auf jeden Fall ziemlich viel reingeballert. Ziemlich viel. Das wäre nämlich was, womit man gewinnen können könnte. Mit Ruhm? Nee, mit Aussehen deiner Stadt. Au! Oh. Also ich weiß nicht, ob das geht. Kultur gewinnen, so wie es in Civilization heißt halt. Vielleicht geht das ja. Wäre jetzt eine Idee. Ich habe selber ja noch nicht gespielt, außer die Beta. Ich muss es aber spielen. Ich habe mir die super Spezialversion gekauft und seitdem liegt es hier halt rum. Hm. Bei mir. Ist ein bisschen doof. Läuft nicht weg. Nee. Ich habe jetzt auch einen schönen neuen Prozessor hier in meinem Computer. Hast du dir einen AMD dafür gekauft? Hab mir einen AMD gekauft, ja. Gut. Guter Einkauf. Ryzen 7. Hm. Ich weiß gar nicht, wohin mit den ganzen USB-Anschlüssen. Ich habe jetzt eine super schöne neue Hauptplatine. Rettet okay. Noch. Mainboard. Und habe da hinten so viele USB-Stecker jetzt. Was ich damit anfangen soll. Vorher musste ich immer, jetzt muss ich das rausziehen, damit ich das reinstecken kann. Jetzt habe ich da so viele, dass die Hälfte frei ist. Ja, geht mir auch so. Ich habe ja von dem Threadripper, da sind, glaube ich, 10 dran oder so. Ja. Das ist ja eine Reihe nach der anderen. Guck mal, oh, Heide, ja, früher hast du 2 gehabt. Ja, genau. Ich muss mal kurz zur Tür. Ja. Sorry. So. Was hast du denn noch gespielt? Ja, wenn wir gerade so auf der entspannten Ebene und was ist jetzt? Slabby hat die Cam ausgemacht und jetzt ist halt alles verschoben? Ja. Nee, okay. Nein, nicht ganz. Ist okay. Einmal mit Profis. Aber hey, ist okay. Vielleicht lässt er jetzt die Hose runter und will nackig nochmal schnell einen Schniegelkopter machen, weißt du ja nicht. Ja, einmal Propeller. Ja, guck mal, wie schnell das ging.
Ja, bei mir, so ein Schniedelkopter, der dauert nicht lang. Ah, ja, okay. Ja. Okay. Ja. Ich habe auch was Entspanntes gespielt, und zwar My Time at Portia. Das ist jetzt für die Konsole erschienen, also für die PlayStation, und ich glaube auch für The Switch. Für die Switch, ja. Ja, also ich bin ja von hier Farm Together. Ein sehr, sehr simples. Was denn? Habe ich meine 100% gemacht? Ich bin sehr glücklich und das hat mich sehr, sehr bespaßt und sehr angesuchtet. Dann habe ich gedacht, okay, My Time at Portia, vielleicht gefällt mir das ja gar nicht. Hab das angemacht. Und das ist so, also wenn man von Farm Together kommt, ist das auf einmal so komplex. Da gibt es ja zigtausend Sachen. Und so viele Menschen, die da leben und jeder will irgendwas. Und dann hast du Viecher und du hast irgendwie Dungeons oder Minen, wo du reingehst und es ist Gott. Also ich war am Anfang so ein bisschen verdammt, ich gibt's hier viel zu tun. Ich spiele das jetzt schon ein paar Tage. Und es ist, ich verstehe nicht, warum mich gerade diese Farmspiele extrem abholen. Es ist so tiefenentspannt. Ja, weil es chillig ist. Ich hauke so ein bisschen in meinem Stuhl und denke mir so, oh ja, jetzt gehe ich noch Holz besorgen, dann musst du Zinn herstellen, also gehst du wieder in die Mine und baust da ab. Ah, da findest du Artefakte, die musst du da wieder abgeben. Die braucht aber noch Informations-DVDs, damit du neue Sachen produzieren kannst. Und dann kommt da einer vorbei, der eine Quest hat. Zwischendrin ist eine riesengroße, fette, pinke Katze, die rumläuft. So, die füttere ich mit Fisch, damit sie gute Laune hat. Und dann erkundige ich die Gegend und dann sind Panda-Fledermäuse, die ich verkloppen kann und bunte Lamas. Und das ist so schnucklig. Und das ist so auch komplex. Es gibt so unglaublich viel Zeug, was du herstellen musst, ne, um einzelne Geräte zu herzustellen. Es macht wahnsinnigen Spaß. Wenn ihr keine Zeit habt, dann spielt nicht My Time at Portia. Ja? Falls ihr ein Quickie wollt, nicht das. Oder Forager oder Farm Together. Stimmt, Farm Together hab ich über Farm Together schon geredet? Weil letztes Mal haben wir ja nicht. Nur. Bitte? Müssen wir auch nicht. Warum nicht? Ne, du hast gesagt, du spielst es. Habe ich gesagt? Okay. Ja, hast du gesagt gehabt. Ist aber jetzt schon einen Monat her. Ja, eben, genau. Achso, ja. Dann. Hast du gesagt, dass du das da auch haben wir uns spielst. Schon drüber unterhalten. Ja. Okay. Farm Together spielt gefühlt jeder. Ich habe meine 100%. Bin jetzt fertig damit. Habe ich abgeschlossen. Das ist das Schöne. Ich kann abschließen. Zack. Habe alles freigeschalten gehabt. Habe eine schöne Farm gehabt. Und jetzt spiele ich My Time at Portia. Und das ist genau so ein großer Zeitfresser, weil es so unglaublich viel zu tun gibt. Aufträge und es ist wow. Brauchst du hier denn schön oder auch wieder so? Bitte? Der Diss-Junge. Effizient. Ja, effizient. Hast du was gegen meine Effizienz? Effizient. Was ist los mit dir? Ich baue lieber schön. Das ist schön. Ich habe in Farm Together schön gebaut. Also wenn du in Symmetrie nichts Schönes sehen kannst, ja, dann ist das nicht mein Problem. Es ist schön. Genau abgezählt die Reihen und genauso abgezählt und dann ganz viele nebeneinander und verschiedene und das ist schön. Also für mich, ich finde das schön. Symmetrie heißt eigentlich nur auf einer Linie gespiegelt, ne? Nicht Luchscheißer kann keiner leiden. Bin ja nicht bei der Messe. So. Macht mir Spaß. Nein, du kannst ja nicht so viel bauen. Du hast ja deinen Hof, den du ein bisschen weiter ausbaust und dann stehen da drauf halt, ich habe 3 Sägemaschinen, ich habe 4-mal zum Erz schmelzen. Bei dem jetzt? Ja. Ich lese hier gerade, man kann sogar Leute sexen. Kann man? Ja, ihr knutschen 2. Ja, du kannst heiraten und scheiden. Ja, genau. Scheiden? Ja, scheiden auch. Da gibst du dem einen Stock oder sowas. Das ist der Scheidungsstock hier. Der Slapstick. Genau. Ich wollte gerade sagen. Den Trendstick. Ja, also es macht mega Spaß. Das ist gerade, es sind andere Spiele da, die auch gespielt werden wollen, wie zum Beispiel Sekiro. Ich finde Sekiro so toll. Aber diese Art von Spiel
Es ist echt schlimm. Ich kann an nichts anderes denken als an, ah ja, warte mal, dann brauchst du da noch Bronze und da noch ein bisschen Eisen, dann kannst du das herstellen und die Quest machen und dann kommt der Monat und dann gibt es da noch Festivals und das Ganze, ne, und das musst du machen. Und dann habe ich schon wieder, ich schreibe mir alles auf in einem Buch, was so, es ist so. Macht wahnsinnig viel Spaß. Ich spiele, glaube ich, die falschen Spiele immer. Ich spiele irgendwie keine Zeitfresser. Außer jetzt auch nochmal. Die sind immer so schnell fertig. Okay, dann spiel doch mal hier Forager. Nee. Das könnte dir auch viel Spaß machen. Nee. Macht dem Mocker auch, glaube ich, viel Spaß, so wie ich das gesehen habe. Ja, du knallst die Sachen halt schnell durch. Ja. So. Days Gone habe ich an einem Tag durchgespielt. Was? Du verschlingst, du musst genießen. Moment, was? Du bist damit fertig? Klar. Was? Wie war? Wenn ich kurz fragen darf, ist Days Gone besser als Bubsy 3D? Was ist denn Bubsy 3D? Oh, diese Katze? Bubsy. Bubsy. Bubsy 3D gilt somit als eins der schlechtesten Videospiele der Geschichte. Ja, es ist vom gleichen Entwickler wie Days Gone tatsächlich. Wie wird denn das geschrieben? Bubsy. Bubsy. Hm. Du hast das an einem Tag durchgeknattert? Ja. Bist du mit der Story an einem Tag durch? Nein. Quatsch. Wie denn? Weiß ich doch nicht, keine Ahnung. Das war der Witz, weil ich es dann ausgemacht habe nach einem Tag. Oh. Ja. Achso, du spielst es nicht weiter? Nein. Habe ich Far Cry zu Ende gespielt? Nein. Welches ja. Far Cry? Ja, es ist... ich bin durch, also sagen wir es mal so, ich formuliere mal, ich bin durch damit. Ah. Ja. Es ist durch bei dir. Das war schon wirklich nach den ersten anderthalb Stunden durch. Also das war wirklich, gefühlt war es nach der ersten halben Stunde durch. In dem Fall heißt es eher Day Gone. Nee, Game Gone heißt das. Game Gone. Oh. Naja, also ich sag mal so, durch die viele, viele Jahre Erfahrung in Computerspielen und die Masse an Spielen, die man gespielt hat, konnte man das schon nach einer halbe Stunde schnuppern, was da auf einen zukommt. Ich kann das Album Die Menschlieder, konnte man das schon nach Namen nicht finden. Das darf man, glaube ich, als wie sagt man, Core-Gamer, ich finde das so ein doofer Begriff, als jemand, der viele Videospiele spielt, nicht vergessen so, dass man andere Qualität gewöhnt ist, wie jemand, der halt vielleicht mal so ein Spiel in einem Monat oder so durchzockt. Oder in 2 Monaten. Ich glaube, da... Also über Qualität kann ich prinzipiell hinwegschauen. es ist, ja, kann ich drüber weg, weil ich meinen Spaß habe. Kann das bitte jemand klippen? Ich baue das auf meinem Soundboard. Über Qualität kann ich hinwegschauen. Kann ich okay, ja. Der Anfang war halt so, ne, ganz kurz dieses Intro und dann bist du da. Das Witzige war so, na Sally, wo bist du? Sag ich, ja, ich war im Wald. Und dann... war ich in dem anderen Wald und zwischendrin war ich unterm Baum. Aber es macht mir tatsächlich Spaß. Und das liegt wahrscheinlich daran, weil mir auch solche Sachen wie Assassin's Creed und so Spaß machen. Ich habe Spaß daran, infizierte Löcher auszuräuchern und mein Aim, das hat kein Auto-Aim. Was als Konsolenspieler mal so ein bisschen... Du hättest ne? Gynäkologin werden sollen. Was? Gynäkologin? Löcher ausräuchern? Infiziert. Ja, bin ich Profi dran. Das mache ich sehr gerne. Infizierte Löcher. Das ist ein Heidenspaß. Wenn das Feuer brennt und die Horde schreit, es ist sehr schön. Also ich habe meinen Spaß dran, muss ich zugeben. Es ist nur ganz anders, wie ich erwartet habe. Ich muss zugeben, weil ich mir... ich schaue mir ja prinzipiell nicht so viele Sachen an und ich habe mir echt was ganz anderes erwartet. Und dann kommt das da und ich denke mir so, ja, vielleicht ist Far Cry-Feeling. Aber es macht mir Spaß. Ich finde das Setting, finde ich gut. Ne? Dann kommt da eine Horde. Die KI ist jetzt nicht die schlauste. Ich spiele es auf normal, weil du auf schwer brauchst du nicht für Achievements. Also habe ich gesagt, okay, leicht ist mir dann wahrscheinlich zu leicht, nehme ich normal.
Hab dreimal versucht zu schießen. Da bin ich nicht so gut. Ich mache jetzt alles mit Messer und mit Hackebeil. Selbst wenn die auf mich schießen, sage ich, ja, Attacke. Ja, habe ich auch gemacht. Das ist, das Motorrad ist die Hölle. Das Motorrad mit dem Motorradfahren. Ich bin da drauf gekommen. Zack, gegen den Baum. Zack, gegen das einzige Auto. Zack, in die Kluft. Jetzt fahre ich immer ganz langsam. Oh, da kommt einer. Dann fahre ich ein bisschen schneller so durch den Wald, querfeld ein. Aber ich muss zugeben, ich habe einfach Spaß. Es macht mir tatsächlich Spaß. Es ist nur anders. Ich habe erwartet The Last of Us, so. Und es ist eher so Far Cry. Mach das da und das da erforschen und das da angucken. Aber ich bin gespannt, wo es hinführt. Also ich freue mich aufs Weiterspielen. Also gefühlt war Far Cry noch besser als das. Wow. Naja, echt? Also findest du? Muss man aber auch fairerweise sagen, dass der Entwickler von Far Cry ein bisschen mehr Erfahrung hat als der Entwickler von Bubsy 3D. Also die haben halt ein paar Sachen für die PS4, glaube ich, also ja. Uncharted oder so, haben sich auch für PS4 gebracht von der PS3 und halt Bubsy 3D, und das ist halt ihr erstes richtiges Spiel. So. Aber es ist halt leider ein bisschen doof, dass das als Exklusivtitel für die PlayStation kommt, weil da müssen die in Fußstapfen treten, die sie überhaupt nicht mal ansatzweise mit Schuhgröße minus 36 ausfüllen. Ja gut, dass es einen Exklusivtitel gibt, nicht unbedingt, aber dass sie es halt ein bisschen so vermarktet haben wie eine Alternative zu Last of Us. Vielleicht war das auch in unserem Kopf einfach automatisch drin. Nee, der Trailer sah schon sehr, der erinnerte schon sehr stark an Last of Us. Nur mit Motorrädern. Das kann man noch upgraden, das Motorrad. Toll. Ich habe meins schon schneller gemacht. Und ich auch. Tank und doch, ich freue mich da morgen weiter, diese Stationen, die Nero-Stationen da reinzugehen und mir neue Sachen in den Hals zu spritzen, damit ich mehr AP habe und so. Also ich Bock drauf. Die Steroidenspritze. Ja. Es bedient halt genau mein Spaßzentrum. So, ja, und dann messere ich den und das Ding räuchere ich noch aus. Und da ist eine Pflanze zum Aufheben, die nehme ich mit. Und die ganzen Ohren sammle ich ein, um die Leute hier gute Stimmung zu machen. Das ist, ich habe echt, ja, ich finde es gut. Ich habe 93 Ohren abgegeben. 93, ja, was unfassbar viel ist, gefühlt. Habe ich nicht mal 1000 Anerkennung gekriegt. Danach habe ich das Spiel ausgemacht. Naja, die hauptsächliche Anerkennung bekommst du durch die Quests. Die aber ja auch, die auch immer wieder dasselbe sind. Fahr hierhin, töte den. Fahr hierhin, hole das. Fahr hierhin, mach Nester kaputt. Wenn ich in der Hauptstory, ne, in ein Gebiet reinfahre und da steht, mache 6 Nester kaputt. Und nebenbei ich keine Cutscene habe oder Cutscene einfach oder also er dann sagt, ja, sie müssen jetzt hier 6 Nester töten, damit es weitergeht. Und ich denke mir dann so, willst du mich jetzt einfach verarschen? Das ist die fucking Hauptstory und ich muss hier Nester ausbrennen, was ich sowieso schon die ganze Zeit machen muss. Wem soll denn das jetzt hier Spaß machen? Und dann musst du die ganze Zeit Molotow-Cocktails reinsetzen, dann wartest du da, dann haust du die 3 um, die da rauskommen, dann suchst du das nächste Nest und dann am Ende gehst du in die Nester, um Schrott zu sammeln, um dein Motorrad zu reparieren und Sprit zu holen, um dein Moped zu tanken. Was anderes machst du nicht. Und dann fährst du von A nach B. Und ich bin in 9 Stunden Stream immer wieder dieselbe Straße gefahren. Und ich habe alle Quests gemacht. Aber es war irgendwann wirklich, also ich hab zu Chat auch gesagt, Chat, sorry, aber lass uns mal nicht meckern, weil es wirklich grottenschlecht ist. Also es ist so ein, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe dafür 70 Euro bezahlt im Store, also online. Und ich hätte es gerne zurückgegeben. Weil das ist definitiv nicht würdig eines PS4-Exclusive-Titel. Gar nicht. Nicht mal ansatzweise. Es ist einfach so ein billiges Far Cry 4. 5. Genau dieselbe Scheiße. Von fahren nach hier, mach das
Und wenn ich nur, also ich habe mir aus Witz, habe ich mir schon in mein Fenster eine brennende Scheune reingemacht. Einfach nur weil aus Gag, weil was anderes machst du nicht. Du brennst nur scheiß Nester aus. Und dass mich ein Typ, also was ich ja schon, wo ich überhaupt schon gar keinen Bock hatte. Du guckst dir das an und er macht total auf harten Bagger. Und dann irgendwie 5 Minuten später bist du auf einmal im Spiel drin und er ist total die Heulsuse. Und dann fährst du da rum mit der Heulsuse und denkst so, wer bist du denn jetzt? Ich denke, du bist ein harter Roggerhund. Oh Mann, Puse, ich weiß gar nicht mehr, was wir hier machen sollen. Du musst jetzt mal bitte ein bisschen Mittagsschlaf machen. 2 Minuten später ruft der andere dich wieder an. Puse, aber du sollst doch nur Mittagsschlaf machen, damit wir in den Norden fahren können. Du mach doch mal ein bisschen Mittagsschlaf, bitte. Dann denkst du, was ist denn mit euch? Ich denke, ich hab so eine Eier. Ja, du mach mal bitte ein bisschen Mittagsschlaf und erhol dich mal ein bisschen, ne? Und dann bring mal noch ein paar Ohren mit, damit wir auch ein bisschen Anerkennung kriegen, dass wir hier noch ein paar Sachen machen können am Motorrad, was eh nichts bringt. Ich habe das Motorrad abgegradet, das fährt immer noch so langsam. Das fühlt sich an, als wenn du mit einem fucking Fahrrad fährst. Und das haben sie auch nur gemacht, damit die Welt so groß wirkt. Du fährst einfach nur so langsam, dass dir die Wege einfach utopisch lang vorkommen. Und es tut mir leid, ich habe wirklich versucht, Spaß zu haben und ich hatte Spaß. Aber es ist einfach, es ist dumm. Es ist wirklich dumm. Es tut mir leid. Für mich, als jemand, der viel Computer spielt, ist das definitiv der allerschlechteste PS4-Exclusive-Titel, den ich je gespielt habe. Und wir haben noch nicht mal über die Story geredet. Wird die überhaupt erzählt? Ich habe nach 7 Stunden das erste Mal eine Cutscene gehabt, wo ich rausgefunden habe, was mit seiner Frau ist. Wo ich mir gedacht habe, okay, cool, danke, dass ihr jetzt mir nach dem Tutorial das endlich mal erzählt. Klasse. Supi. Lass uns doch noch ein paar Nässe abbrennen. Ich habe, glaube ich, noch nicht so lange gespielt. Bei mir war da Helikopter und zwischendrin kannst du halt diese Sicht einschalten, ne? Diese Witcher-Sicht und dann siehst du da so kleine Szenarien, die da passiert sind. Also ja, oder irgendwelche Dreiecke zum Aufheben. Und falls einem das entgangen ist, es gab nur Schrott, Binden und Benzin. Und es war auch immer so super belohnt, wenn man so eine Stelle gefunden hat, ne? Und dann hat man ein Rätsel gelöst und dann kommt man da rein. Und das allererste war ein Tresor. Hast du den auch da bist du doch durch die Story durchgegangen. Hast du den gefunden? In diesem Motel? Da war ich noch nicht. Da bist du schon vorbeigekommen von der Story aus. Aber auf jeden Fall ist da ein Motel und da musst du eine Safe-Kombination finden. Und dann denkst du so, boah, geil, ey, ein Safe, das wird ja mega geil. Überall so Viecher und dann bringst du die um, natürlich um dich rum 3 Nester, die musst du erstmal natürlich schön akribisch ausbrennen, beim ersten Mal ist das noch geil und du denkst dir so, puh, die Nestermechanik ist ziemlich geil so und was sie da auch erzählen, dass sie halt nachts stärker sind, weil sie tagsüber dann irgendwie pennen in den Nestern und so, ultra geil, dann denkst du, boah, mega, Alter, mega und dann gehst du an den Tresor ran und dann findest du die Kombination, machst den auf und dann ist da einfach mal und ungelogen so ein Ablenkungsding drin, was piept. Und dann denkst du so, ist das euer Ernst? Und dafür mache ich jetzt hier so einen Aufriss, dass ich so ein Piepding gefunden. Geil. Und da fängt es schon an und ab da an geht es dann nur noch bergab. Ein Nest brennen, noch ein Nest brennen, Stoff finden, dein Motorrad ist ständig kaputt. Du kannst ja nicht mal mit dem Motorrad Spaß haben. Du kannst ja nicht mal irgendwo von der Klippe runterspringen und sagen, okay, drauf geschissen, ich kürze jetzt einfach ab und ich will einfach ein bisschen rumblödeln. Kannst ja auch nicht machen. Dann explodiert ja dein Motorrad und dann bist du tot. Geht auch nicht. Dann darfst du nicht ins Wasser reinfahren, dann darfst du das nicht machen, jenes darfst du nicht machen. Aber Nester abbrennen, das darfst du. Das darfst du sehr gerne machen. Dizzy, hast du Neck gespielt? Nee, sagt mir nichts. Weil du gerade gesagt hast, dass Days Gone das schlechteste PS4-Exclusive war, das je. Ach so, das war dieses Roboter-Ding, ne? Ja. Nee. Nee, das habe ich nicht gespielt. Okay. Ja. Hä? Oh ja, Neck! Das fandst du doch so toll, Sally. Ich habe Teil 1 auf 100% gespielt und Teil 2 noch nicht. Neck! Wobei die Horden übrigens, die fand ich sehr schön. Also hätten sie sich nur ein bisschen mehr Zeit gelassen und vielleicht mal jemanden bei Sony gefragt, wäre das ein unglaublich tolles Spiel geworden. Also die, ich
bist du schon so, hast du schon eine Horde gesehen und weißt du was über die Horden? Nee, noch nicht wirklich. Ich habe nur eine gesehen, die kam da irgendwie runter und dann sind wir abgehauen. Ich wollte Sprit holen und dann war ich an so einer Höhle und dann habe ich drei umgehauen und dann ist meine Axt kaputt gegangen. Dann habe ich keinen Bock mehr gehabt, dann habe ich die erschossen. Und dann laufe ich mit meinem Sprit so zum Motorrad und auf einmal kommt hinter mir eine riesen Horde angelaufen. Ich so, okay, schnell tanken. Nee, fuck, geht nicht mehr. Und dann musste ich weglaufen und dann konnte ich nicht mehr weglaufen. Und dann hatte ich gar nicht so viel Sprengstoff dabei, um die alle zu töten. Das war sehr witzig. Aber davon gab es zu wenig. Leider. Davon gab es leider zu wenig. Ach man, die Story ohne Scheiß, dass das die Story zum Beispiel anders ist zu den Zombies als dieser übliche Kack. So, ja, die haben den Virus gekriegt. Sondern, dass sie wirklich das langsam aufbauen und dass sie das dann erzählt wird, warum sie da jetzt schlafen in den Dingern. Und das finde ich alles gut. Und das finde ich auch sehr schön. Ich finde es auch schön, dass du keine Quests an sich eigentlich einsammeln musst, sondern du hast sie von Anfang an. So, sie laufen parallel nebeneinander, laufen sie her. Das gefällt mir sehr gut. Am Anfang war ich etwas verwirrt, weil ich immer gedacht habe, warum bekomme ich hier nicht 100% in dieser Story? Ja. Das, beim Abschluss. Genau. Ich stand da und war, weil mir das vom Spiel nicht erklärt worden ist. Und wir waren so verwirrt, dass ich dazwischen drin wirklich Pause gemacht habe und sage ich, Chat, wer kann mir denn das jetzt erklären? Und wir haben dann, die es gespielt haben, wir haben dann nachgeschaut, woran liegt das? Mal sind es 100%, mal sind es 63%. Sag ich, hätte ich hier so Zusatzgimmicks machen müssen, bis wir draufgekommen sind, dass das halt nicht der Abschluss der Quest ist, sondern dein Level. Weißt du, bin ich draufgekommen bis dahin. Und dann, also, ich finde das sehr schön gesammelt. So, ist ein Haufen Zeug untereinander, aber es geht automatisch, du musst da nicht extra irgendwo noch einsammeln. Finde ich ganz gut. Ich habe Spaß dran, also, ich freue mich morgen, einen Haufen Nester auszuräuchern. Und Story voranzutreiben und meine ganzen Pilze und mein Zeug sammeln und ich habe da Bock drauf. Ich will mehr von diesen Nero-Stationen einnehmen und diese ganzen extra Schilder, die Sammelobjekte, da kannst du ja interagieren mit allem Möglichen, was es da gibt, um dir das anzuschauen. Freue mich drauf, muss ich zugeben. Bin gespannt, wo es mich hinführt. Es ist nur einfach anders als erwartet. Das ist es wirklich. Was ja nicht mal schlimm ist. Nein. Aber es macht mir Spaß. Ich hab Spaß. Tatsächlich ich geb so. Gas. Ab gegen den nächsten Baum. Um ein paar Schrott einzusammeln. Also, es ist einfach nicht mein Genre. So, also damit kannst du mich auch, damit kriegst du mich einfach nicht, also gar nicht so. Für mich ist das einfach nur super öde. Öde. Ist halt, wenn du mal eine Witcher gespielt hast oder was haben wir denn noch für tolle Open-World-Spiele gehabt? Witcher war geil. Also selbst Fallout fand ich besser. Muss ich sagen. Weil da Fallout hast du, 4 oder Fallout 76? Fallout 4. Ihr könnt doch jetzt nicht knallharte RPGs damit vergleichen, Leute. Ich rede von Open-World jetzt. Ich rede nur von Open-World. Ich rede jetzt nicht von dem spielerischen Ding so, sondern einfach nur von der wirklichen Open-World. Ja, aber das sind RPGs. Ja, was hätten wir denn so in die Richtung? Also, Days Gone ist halt Action-Adventure. Ich hatte von vornherein keine Erwartungen an Days Gone und ich wurde nicht enttäuscht. So. Weil ich habe mir das kurz vorher angeguckt, habe gesehen, oh ja, es sind Zombies, es ist ein Kampfsystem. Nö. Und habe ausgemacht und habe nicht zurückgeguckt. So. Und deswegen tut es mir nicht weh und ich habe keinen Brass drauf, weil es nicht zu übertrieben vermarktet wurde, dass ich mir dachte, boah, das wird das beste Spiel aller Zeiten und ich freue mich richtig drauf und der Entwickler hat schon richtig ordentlich abgeliefert und das wird richtig was, so wie bei Fallout 4 zum Beispiel, sondern eben ist, ja gut, der hat halt bis jetzt noch nicht wirklich was gezeigt, der Entwickler, also warten wir erstmal ab und schauen. Und ich habe geschaut und es war nix. Ich meine, ich war jetzt auch nicht überrascht, dass es nix war, weil Zombies interessieren mich sowieso ein Scheiß. So, da muss schon wirklich gutes Spiel kommen, damit ich ein Zombie-Spiel spiele. Zombies zünden bei mir meistens. Ja. Schau ich gerade, ich habe gar nicht so lang. Ja, doch, ich habe so meine 6 Stunden habe ich gespielt. Kann man das irgendwo im Profil nachsehen, oder was?
Was? Kann man das irgendwo im Profil nachsehen? Nein, ich habe geschaut, wie lange der Stream ging. Ah, okay. Und habe die Sprechzeit abgezogen und dann. Ah, ja, ja, ja. Ich glaube, ich habe irgendwie 7 oder 8 oder so haben wir gemacht. Nee, und ich will auch gucken, ob es jetzt so bleibt oder ob da noch was kommt. Das war, ne? Das habe ich auch die ganze Zeit so innerlich gehabt. Deswegen habe ich auch zu Chat gesagt, komm, da muss noch was sein. Es muss einfach noch irgendwas passieren. Aber das habe ich bei State of Decay auch gedacht. Leider ist das nicht passiert. Nee, also im Großen und Ganzen, Fallen entschärfen und. Du hast ja Menschen und die da ja auch. Was denn? Ich bin in Fallen immer reingelaufen. Also einmal über so ein Stolperdraht und dann klingelte das auf einmal. Und ich wollte auch langsam alle so wegsneaken, so Hitman-mäßig. Und dann auf einmal klingelte alles und dann, oh, hi, ich bin's, Nee, tatsächlich. Und dann kommen halt einzelne von den Zombies da. Und dann bin ich schon rundherum ums Lager gelaufen, sodass der Zombie dann ins Lager gegangen ist. Dann kämpfen die natürlich erstmal gegen den. Und ich mag das. Du hast Möglichkeiten. Und ich finde... Ich habe nur, muss ich zugeben, wenn sie einzeln sind, ist das nicht so das Problem. Wenn sie einen aber mal treffen, holy moly, machen die einen Schaden. Also ich glaube, mehr als 3 Schläge wirklich von einem Zombie kann ich nicht wegstecken. Nee. Dann bist du tot. Und ich mag das. Das ist so, ja, da musst du deine scheiß Heilung auch mal nehmen. Dann guckst du, dass du dir im Verband reindrückst und fühlst dich nicht zu übermächtig, obwohl ich im Schleichen... Besonders am Tag, wenn die da so einzeln auf den Feldern rumlaufen und dann schön alles meuchel, was bei 3 nicht auf dem Baum ist oder sich wegdreht, meine Steine werfe, dass ich in eine andere Richtung gucke und dann drangehe. Da habe ich doch schon sehr viel Spaß dran, muss ich zugeben. Bin gespannt, wie es weitergeht. Es ist ja jetzt auch kein Dead Rising, ne? Also man soll ja schon ein bisschen Angst vor den Zombies noch haben. Oh, das wäre mega. Das habe ich mir, das würde ich, Entschuldigung, rede zu Ende. Nee, ich meine nur, also mich würde es stören, wenn ich das Spiel spiele und dann Zombies auf mich zukommen und ich mir denke, ja gut, wenn die mich jetzt einmal treffen, hau ich ein bisschen mit der Axt rum und guck nebenbei aufs Handy und dann liegen die alle irgendwann und brauch keine Angst zu haben, sondern vor Zombies soll man ja Angst haben, wenn die auf einen zurennen. Und deswegen 3 Schläge und tot auf Mittel, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja. Ja, schon ganz in Ordnung. So. Mit dem Messer musst du schon noch mehr zuschlagen. Nein, ja, sie du. Dich. Ja, sie dich, ja, genau. Ja. Also die hauen ja schon ordentlich. Aber ich habe mein erstes Upgrade gefunden, wo du dann 25 Lebenspunkte dazu bekommst. Also musst halt entscheiden, was möchtest du? Möchtest du Leben, möchtest du Ausdauer oder möchtest du irgendeinen Fokus für eine Waffe? Aber ich skill Waffe momentan nicht. Ich skille eher Melee-Waffen und Überleben. Da habe ich mehr Spaß dran als die Schusswaffen. Ich weiß nicht, ob man Auto-Aim einstellen kann. Auf normal ist er nicht an. Vielleicht kann man ihn einschalten. Aber es ist halt, weißt du, mit dem Controller? Okay, leck mich am Arsch, ich hol die Axt raus. Ja. Ja, aber es ist auch gut, ne? Wenn du schießt, sind die sowieso aufmerksamer und hören nicht. Also mache ich das lieber gleich. Ich spiele allgemein lieber mit Melee-Waffen. Da habe ich mehr Spaß dran. Mal gucken, wo es hinführt. Ich habe gerade so eine Nero-Station, wo ich nicht reinkomme, was mich narrisch macht, weil er nicht hüpfen kann. Das ist, haben Sie den Generator schon eingeschaltet? Was? Da ist kein Generator, der ist auf so einem Podest, da ist ein Wasserfall, ich kann aber diese Wasserfalltreppen nicht rauf, also. Weil er nicht hüpfen kann. Nur wenn du direkt irgendwo davor stehst und er will sich da nicht raufziehen, muss ich gucken, dass ich vielleicht von oben mit dem Motorrad da reinspringe oder so. Oh, vorsichtig. Ich weiß, das macht Schaden, das ist aber kein Problem, ich bin Profi. Okay, vertrauen Sie mir, ich bin Profi. Nimm genug Schrott mit. Elegant auf die Nase. Und ich bin Schrottsammelprofi. Ich mache meine ganzen Melee-Waffen immer schön heile. Das war auch einer, der erste Skill, den ich mir genommen habe, das zu reparieren. Und wenn du keinen Schrott hast, dann überlegst du halt, was du machst. Ich finde, das ist schon... Kein Schrott, kein Sprit, dann wird es interessant. Mit Sprit habe ich tatsächlich noch nie das Problem gehabt. Und ich bin ziemlich viel unterwegs. Aber ich denke mir so, ach, bevor ich habe hier jetzt alles sauber gemacht, könnte noch kurz nach... Und dann liegt einfach so ein Kanister da. So, oh cool, guck mal, hier ist mein Kanister, auftanken, weiterfahren. Also mit Sprit habe ich tatsächlich noch keine Probleme gehabt. Ich bin halt sicher, dass ihr das gleiche Spiel gespielt habt? Ja, also. Bloß das bei mir, also muss ich ja wirklich zugeben, bei mir ist die Aufmerksamkeitsspanne für solche stupiden Sachen einfach nicht lang genug. Ich habe nach 6 Nestern keinen Bock mehr, weil ich dann immer denke, ey, wollt ihr mich verarschen? Ich mache das doch jetzt nicht nochmal. Und ich bin auch nicht der Mensch, und das für mich fetzt das einfach nicht, zu einer Tankstelle zu gehen
drei Zombies umzukloppen, Feuer zu legen, drei Zombies umzukloppen, nur dass ich mir einen Kanister Sprit nehmen kann. Ich habe noch nie an der Tankstelle Sprit geholt. Ich schon. Ich habe da, also sehr oft, weil da waren dann keine Zombies mehr. Da bin ich dann mal rangefahren, Rüssel rein und fertig. Und das hört bei mir halt super schnell auf, weil ich so gebrandmarkt bin von diesem Far Cry und Watch Dogs und sowas. Das ist halt einfach nicht mein Universum. Deswegen, ich glaube, bei Sali ist ja, sie nimmt das ja ganz anders wahr. Für sie ist das halt toll, für mich nicht. Gar nicht. Und wenn für die, mich ist sowas wie Tarkov zum Beispiel nicht. Das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist für mich so. Genau. Das sind halt so die verschiedenen Wahrnehmungen dieser Sachen so. Was ich halt auch, ich fand das Menü auch unfassbar umständlich. Also, dass du... Ich wische immer nach oben und sag, hey, ich öffne jetzt die Karte. Wisch nach oben und dann geht aber... Inventar auf, Fertigkeiten. Irgendwas anderes geht auf, sag ich, naja gut, das du kannst, ist halt du, nach da wischen. Du kannst auch im Inventar nicht craften. Das habe ich noch nie versucht, weil das doch über das Steuerrad so simpel ist. Ich finde das andere, wenn du... Du musst das eine drücken, dann musst du mit dem rechten irgendwo hinschieben und dann kommst du ja erst in den Auswahlbereich und dann musst du in dem Auswahlbereich nochmal was auswählen und dann mit der anderen Taste drücken. Und ich habe halt irgendwann unfassbar Schmerzen im Daumen gehabt, weil ich das auch nicht so einfach finde, mit dem rechten Stick das auszuwählen. Weil ich rutsche dann immer ab und dann bin ich irgendwo anders. Da habe ich mir gedacht, okay, gehst mal ins Menü, guckst da mal rein. Schade. Geht nicht. Aber das Touchpad fand ich sehr gut. Was ich wirklich, ist zwar keine Innovation, aber was ich wirklich toll fand, dass aus dem Lautsprecher vom Controller die Dings abgespielt wurden. Die Funke. Das ist nicht das erste. Ich hab's noch nie gesehen. Und ich fand das unglaublich toll. Ich saß denn da und dachte mir so, warum haben die denn die Scheiße so leise gemacht? Und ich habe das immer gehört. Ich dachte, was ist denn das für eine Kacke? Warum ist denn das so leise? Und dann wollte ich schon wieder anfangen zu meckern, bis ich dann irgendwann den Controller... Ich habe mir das dann mal angehört und habe dann mal so versucht, genauer hinzuhören. Ich denke mir so, oh, das kommt ja über den Controller. Wie geil ist das denn? Und dann habe ich immer den Controller an das Mikrofon gehalten, weil die Leute haben das ja hören das ja sonst nicht. Das fand ich auch sehr schön, muss ich sagen. Also da habe ich mich auch sehr erfreut dran. Gleich ausgeschaltet. Echt? Das ist etwas. Ja, weil ich einfach meine Kopfhörer drin habe und dann krächzt das aus meinem Controller raus. Und das gab schon mit dem Neck hat schon Controller-Sounds drin gehabt und sowas. Das brauche ich nicht. Controller-Sound schalte ich direkt aus. Im Stream, wenn ich privat spiele, ist das in Ordnung. Dann kann der Controller-Sound an sein. Aber ansonsten schalte ich das sofort aus. Weil es mich auch irritiert. So, Ja? Ich habe das immer aufs Mikrofon dann draufgelegt. Das fand ich gut. Das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Ja. Also Fazit, ihr zwei sagt meh und ich sag yay. Naja, ich sag gar nichts. Ich habe gar keine Meinung. Achso. Das ist nichts für mich. Meh würde ich jetzt nicht sagen. Oder meh ist es auf jeden Fall. Es ist nicht so meh, wie es sich anhört. Es hat definitiv auch seine positiven Seiten. Es ist einfach nur für mich stinklangweilig. Oh, ich finde es schön, mal im Wald unterwegs zu sein, wo es so grün ist und so idyllisch. Dann ist da eine Höhle, weißt du, die echt tief geht und so. Doch, das mag ich tatsächlich mal sehr gerne. Und dann sind halt wieder drei Nester drin. Wo sollen sie denn sonst sein? Das gehört halt nun mal dazu. Ja, und an der Tankstelle und in den Häusern und in jedem Kackdorf ist auch noch ein Drecksnest, was du wegmachen musst. Ja, die sind halt nun mal da. Man kann es aber auch übertreiben. Nein, das soll doch so sein. Ja. Was bringt dir das, wenn du in einem Spiel dreimal ein Nest wegmachen musst und ansonsten sind die halt einfach so frei laufend. Machen die Rudelbumsen auf der Wiese. So, nein, die haben Nester. Das muss doch irgendwo sein. Ja, aber du bist doch nicht der einzige Mensch mit Molotow-Cocktails der ganzen Welt. Also man könnte doch auch ein System einbauen. Ja gut, du musst ja die Aufträge. Die haben ja dann eine ganze Station, wo sie alle drin sind. Die können ja auch rausgehen. Nur wir sind halt der krasse Dude. Ja, der krasse Dude. Oh Mann, Buße, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Und ich war auf jeden Fall alles so. Ich bin der krasse Dude. Ich habe übrigens erst während des Streams erfahren, ich habe mir das Ding nämlich über den Kopf gezogen und sah aus wie eine polnische Putz. Sag ich hier, ich habe Bandana, wartet mal, ich mache das so. Ne? Dann ist dieses Ding irgendwann immer nach vorne geklappt. Und dann sagt Chat so, das musst du dir über den Mund ziehen. Ja, das ist halt hier so. Mund ziehen? Ja, okay. Ja, genau. Wenn
ich halt ein bisschen schwierig. Also, ja. Freunde, Schutzfrau. Hast du die Collector's Edition gekauft? Nee. Ich habe mich für die nächsten Monate für eine andere Collector's Edition entschieden. Ich habe mir die ganz normale, aber da war das mit dabei. Ah. Sogar original von Days Gone. Mhm. Aber nee, es ist die ganz normale Standard-Edition. Ja. Ja, also ich hätte mich sonst, also ich hätte mich auch geärgert, hätte ich Collectors gekauft. Es gab eine große mit Statue, ja, wo mit dem Motorrad davor sitzt und so, aber die war jetzt vom Optischen einfach, hat mich das jetzt nicht so angesprochen wie eine Scorpion-Maske in Originalgröße. Ja. Hallo. Das ist auf jeden Fall besser. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich werde euch in 2 Wochen dann erzählen. Das wäre schön, ja. Ich würde gerne das Ende noch dann wissen. Ist ja ein Spoiler-Alert. Kann ich ja hier rausspoilern. Genau, das würde ich gerne noch wissen, weil das würde mich dann doch nochmal interessieren, ob das nochmal Fahrt aufnimmt oder so. Weil dann könnte man das ja vielleicht auch nochmal zu Ende spielen. So wie Mafia 3. Ey, Mafia 3 ohne Scheiß. Mafia 3 habe ich durchgespielt. Und daher kommt das auch. Genau daher kommt dieser Prass auf Open World. Und da, also da ging mit Far Cry 4 ging's los und mit Mafia ging's weiter. Und seitdem ist blanker Hass dagegen. Siehst du sowas wie Mafia habe ich jetzt gar nicht gespielt. Oh Mann, ey. Habe ich gesehen, Mafia 2, das war gut. Oh, das war ein richtig gutes Spiel. Und das ist genau das, was ich meine. Das ist das Problem. So, Mafia 3 hatte Mafia 2. Das heißt, du hattest schon eine Erwartungshaltung und hast eine Rechtfertigung dafür gehabt, dich auf was zu freuen. Days Gone ist ein komplett neuer Titel. So, das ist so wie Witcher 1. Witcher 1 hatte auch sehr, sehr viele Probleme und hat sich vielleicht ein bisschen gezogen in gewissen Arten und Weisen, weil es halt das erste Spiel eines Entwicklers war, mehr oder weniger. Lässt man jetzt mal die alten Sachen runterfallen. Wer weiß, vielleicht wird Days Gone 2 wie Witcher 2 und Days Gone 3 wird das beste Zombie-Spiel aller Zeiten werden. Ne? Vielleicht. Wenn sie weiter sich verbessern, weil die werden bestimmt viel Geld jetzt gemacht haben damit. Also gut, Sony wird bestimmt auch ein bisschen was an Publishing-Rechten rausgeholt haben, aber der Entwickler wird jetzt bestimmt ein bisschen expandieren, nehme ich an. Ich weiß gar nicht, ob sie das gut verkauft hat. Ich glaube schon. Ich glaube, es war schon ganz gut vermarktet, dass zumindest die Leute, die auf Zombies sich freuen, dazugegriffen haben. Es ist für mich auch viel zu teuer. Das ist halt die Frage, ne? Also für mich ist das so, also hätte es jetzt so viel wie State of Decay gekostet, so 30, hätte ich gesagt, ja, okay. Ja, doch. Ja, dann für 30, okay, hätte ich auch, glaube ich, gar nichts gesagt. Dann hätte ich gesagt, okay, da hat einer mal ein bisschen experimentiert, so nach Bubsy 3D, ne, hat mal geguckt, was so geht. Aber für 70 Flöten, nee, wirklich nicht. Also 70 Mark ist einfach mal viel zu viel Geld dafür. Nee. Und wie sind 30 wäre schon wieder ein ganz anderes Blatt Papier. So. Und dann wäre vielleicht auch so ein bisschen die Erwartungshaltung eventuell anders gewesen. Denke ich. Ich weiß ja nicht, wie die Preispolitik in Deutschland ist. Das habe ich tatsächlich nicht so vor Augen. Aber also 30 kostet bei uns oder 37 ist jetzt sowas wie Hollow Knight. Das sind hier, also ich finde, das ist halt, ne? State of Decay 2 hat auch 30 gekostet, glaube ich, ne? Warte mal. Ach nee, jetzt sehe ich ja nicht mehr den Release-Preis. Nee, State of Decay hat auch weniger gekostet. Also für solche Titel, also hier in der Schweiz bin ich es gewohnt, diese Preise einfach bei Konsolenspielen zu zahlen. Es ist ein Konsolenspiel. Wir haben dieselben Preise. Konsolenspiele sind ja prinzipiell einfach teurer als, ne? Wir haben dieselben Preise. Ja gut, dann ist das Konsolenspiele an sich. Ja, ja klar. So, ob es jetzt 50, wär's dir 50 wert gewesen? Nee, wie gesagt, so 30, so die Ecke 30 rum, würde ich das schon sagen, da passt das schon rein. Also ich hatte für 30 Euro Zombie-Spiele, die haben weitaus mehr abgeliefert. So. Und
das ist ja eben das, was ich meine, warum, glaube ich, auch so ein bisschen die Kritik an dem Spiel entsteht, dass du kommst halt auf die Plattform Sony, bei der du so Titel wie God of War gewöhnt bist, The Last of Us, Detroit Become Human, Spider-Man, und dann kommt Days Gone. So. Und da müssen wir halt einfach mal wirklich, ohne alles Mögliche zu zerhacken und schlecht zu reden, da muss man einfach sagen, da kommt erstmal, das ist so ein Absacker. Wenn man sich das mal. Das sind gerade die Top-Titel, die du aufgezählt hast. Nee, Exklusivtitel. Das sind nur Exklusivtitel, die ich auf der PlayStation spiele. Spider-Man ist ja auch exklusiv gewesen. Spider-Man war exklusiv auf der PlayStation, genau. So, und das sind alles Titel, da kommst du hin. Und dafür muss ich sagen, das sind alles so Sachen, wo ich sage, ey, dafür würde ich mir eine PlayStation kaufen. Nochmal. Okay. Ich verstehe, was du meinst. Ja. So, und dann kommst du und dann spielst du Days Gone so. Und Days Gone ist halt einfach überhaupt nicht mit in diesen Olymp zu heben. Ne? Und das ist halt für mich wirklich, und das sage ich ja auch regelmäßig, für mich sind PlayStation-Exclusive-Spiele Spiele mit unfassbar hoher Qualität. Und die liefern, also bis jetzt haben die für mich, alle die ich gespielt habe, ich habe jetzt, wie hieß er nochmal, der Roboter Keck, was ihr vorhin gesagt? Neck. Neck habe ich jetzt nicht gespielt, aber das sind alles Titel, die liefern immer ab. Die kannst du dir kaufen. Da weißt du ganz genau, die schießen dir die Hose weg. So, und deswegen ist halt Days Gone für mich, 70 Euro sitzt du da und denkst du so, Alter, ihr wollt mich doch jetzt bitte verarschen, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ey, Sony, habt ihr gepennt beim Einkaufen? Und dann für den Preis? Zu viel. Genau, The Order, Bloodborne, Uncharted, so, ne? Wir können immer weiter aufzählen und dann wird das, dann geht das immer noch weiter nach unten, bis Days Gone dann irgendwann mal kommt. Ja, aber The Order würde ich jetzt nicht jetzt da. Auch gerade sagen. Also die Order fand ich so, das war kurz, aber es war gut. Aber es war okay. Es war okay. Und das ist, und für Days Gone, ich habe es einfach erst diese 6 Stunden, die ich gespielt habe, da kann ich mir das noch gar nicht, ich werde es durchspielen und dann kann ich da wirklich sagen, so, es war okay, ne? Oder so, boah, das hat sich noch entwickelt, das weiß ich eben nicht, aber The Order war auch okay. Ja, in 6 Stunden hast du The Order 2-mal durchgespielt. Also es war echt? Okay. Ich habe es 1-mal durchgespielt und fand es ganz gut. Ja, es war kurz. Es war so linear halt, ne? Da muss man halt fragen, sollen die Entwickler eher auf kurze, aber unfassbar bombastisch gemachte Spiele gehen, die aber vielleicht nur 5-6 Stunden Spielzeit einem geben. Oder halt wirklich eine Open World versuchen, die jede Menge Zeug drin hat, das man halt vielleicht auch wiederholen muss immer wieder, aber dafür halt 30-40 Stunden Spielzeit halt hat. So, was ist besser für 70 Euro? Ne, ich rede jetzt gerade halt beim Preisvergleich. Also naja, dann können wir, wenn wir vom Preisvergleich ausgehen, können wir ja mal God of War daneben stellen. Ja. Und dann, weißt du, verstehst du, wie ich meine? Dann ist halt wie David gegen Goliath so. Und dann. Okay. Naja, gut, aber God of War verkauft sich jetzt auch schon wieder mehrere Millionen Mal und die kriegen auch ihr Geld dann wieder weg. Klar hätten die für God of War auch $120 nehmen können und ich jetzt trotzdem gekauft, weil es God of War ist. So. Aber God of War konnte auch auf Microtransactions und den ganzen Pipapo verzichten und DLCs sind auch keine angekündigt. Trotzdem haben sie einen ordentlichen Profit rausgezogen. Ich glaube, so hat das jeder. The Order, wo ich sage, so, ich glaube, Slabby ist jetzt bei hier Horizon. Ist das für dich? Wow. Nee, ist eben für dich nicht. Für mich schon. So, aber und so hat da jeder seins. Und ich glaube, das ist dann eben, weißt du, für dich ist es, okay, nicht die höchste Nummer von allen, aber für mich ist eben anderes nicht die höchste Nummer von allen, von diesen Exklusivtiteln, die es eben auf der Konsole gibt. Ich muss übrigens gestehen, und weil das jetzt gerade sehr gut dazu passt, um einfach auch mal zu sagen, ich fand Horizon Zero Dawn wirklich gut. Obwohl es wie Far Cry war. Ich fand es wirklich gut. Also das haben sie, muss man dazu sagen, einfach nur, damit ihr auch versteht, dass nicht das ganze Genre kacke ist, für mich.
Horizon hat für mich durchgeführt, hat mir eine Story offenbart und ich musste diesen ganzen Blödsinn nicht machen. Und der war auch so gut verpackt, dass man den sowieso nebenbei gemacht hat, den Blödsinn. Und man fühlte sich nicht, und das ist ja die Kunst eines Computerspiels, weil am Ende des Tages machst du immer die gleiche Scheiße in jedem Computerspiel. Die Kunst ist es ja, in einem Computerspiel denjenigen so gut davon abzulenken, dass er immer wieder dieselbe Scheiße macht, dass ihm das nicht auffällt. Und das ist bei Open Loop. Genau. Und das ist ja bei Open World, ist das ja mega schwierig, dem Spieler davon abzulenken, dass er immer dasselbe macht. So, und das ist halt, bei Open World schaffen das halt einige nicht so. Aber ja, auch an der Stelle bei Horizon hat mir auch persönlich sehr gut gefallen, obwohl es sehr Far Cry-lastig war. Ja, mit Horizon habe ich nur eine persönliche Geschichte. So, finde ich einfach unsympathisch. Die Story, die Charaktere, so, alle. Hm. Nicht nur Aloy, die ganz vorne mit weg. Aber die Lore interessiert mich extremst und es juckt mich die ganze Zeit in den Fingern. Ich möchte gerne rausfinden, was in dieser Welt passiert ist und warum die Menschen ausgestorben sind und warum man jetzt wieder in der Zukunft so mit diesen, ne, durch diese Welt läuft. Aber ich möchte sie nicht mit Aloy rausfinden. Und ich möchte nicht mit Aloys Papa die Vorgeschichte machen und diese nervigen anderen. Ich mag diese Menschen da nicht. Das alles nicht. Die sollen weg. So, ich möchte gerne meinen eigenen Charakter in diese Welt packen und das anders spielen. Aber gibt's nicht. Deswegen, Horizon ist für mich weniger ein qualitativ geringwertiges Spiel, sondern es ist ein sehr hochwertiges Spiel, aber ich persönlich finde es einfach kacke. So. Hast du den Aloy-Blick gerade drauf? Oh, geil. Aber original, ey. Original. Das ist mir aber auch erst aufgefallen, als du das mal gesagt hast. So. Und dann habe ich mal drauf geachtet. Die hat halt wirklich immer denselben Gesichtsausdruck. Ja. Die ist halt wie die Schauspielerin hier aus diesem Vampir-Werwolf-Film. Die hat auch immer den gleichen. Die hat nur eher den gelangweilten Blick. Ja, Aloy sieht aber auch gelangweilt aus. Gelangweilt, traurig immer so. Ja, irgendwie so komisch auf jeden Fall. Ich muss jetzt mal kurz Aloy googeln. Habt ihr schon gehört, es kommt ein zweiter Teil raus, ne? Von Horizon Zero Dawn? Ja, wurde... Ja, wenn man es gespielt hat, dann... Wurde ja gespoilert. Also hat ja schon... Nein, nicht Forza Horizon. Wurde gespoilert. Naja, es wurde Ja, das hat eine von den, das wurde mir letztens erzählt, das hat mir eine von den Voice Actern hat das aus Versehen gespoilert. Die hat jetzt wohl ihre Rolle verloren. Hast du Horizon durchgespielt? Ich? Ja, klar. Ja, das sieht man noch am Ende. Nein, aber sie haben das ja noch gar nicht angekündigt. Es war das war klar. Naja, gut. Also, Filme haben auch häufig ein Ende, wo man sagt, oh, ja, da haben sie offen schon den zweiten Teil vorbereitet und es kommt nie ein zweiter Teil. Ja, aber da war es bei dem Erfolg und bei dem, also Entschuldigung. Ja, es hätte mich jetzt auch überrascht, aber. Oh, meinst du, Underworld meinst du gerade, ne? Nein. Ich meine. Den Film. Bis zum Arschbeißen, keine Ahnung. Wie heißt das? Bis zum Morgengrauen. Oh, oder die so. kann ich nicht so sagen. Ich weiß noch nicht mal. Ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt. Die kann ich nicht leiden. Die hat mir diesen Schneewittchen-Film versaut. Oh, mit ihrem. Meinst du Twilight? Ja, immer so schlecht Twilight. Gelaunt, diese Kruller. Die kann ich nicht leiden. Fiel mir gerade nur ein. Ich hab Twilight nie gesehen. Ich auch nicht. Aber der größte Kritikpunkt war, dass. Oder. Nein. Okay, das nehme ich zurück. Einer der vielen Kritikpunkte war, dass die Schauspielerin immer nur den einen Gesichtsausdruck hat. Und bei ihr war es halt eher gelangweilt. Und bei Aloy ist es halt wieder einfach nur traurig. Immer. Immer so. Ich will das eigentlich alles gar nicht. Ja, dann mach's nicht. Oh, ich habe hier das passende Bild gerade von Aloy. ich bin gespannt. Ach, großartig. Twilight. Gut. Nun. Aber das, genau, das wollte ich noch sagen. Das war bei Witcher 3 genauso. Witcher 3, okay, da habe ich aber auch Geralt gespielt. Aber da bin ich auch eher auf Yennefer gegangen und nicht auf wie hieß sie? Holdsuse da. Triss.
So. Die war doch keine Heulsuse. Auch die Heulsuse. Das war doch keine Heulsuse. Doch, Triss war eine Heulsuse. Ach, hör auf! Triss war so ein kleines Mädchen und Yennefer war eine Frau. So, ich will eine Frau haben, die ich spiele. Die war so eine Ranzkuh. Wer? Yennefer. Echt mal, die blöde F.A. Ich darf das nicht sagen. Eine Frau. Wenn man die Vorgeschichte und so, ja, sie hat ihren Grund, aber da drin war sie einfach nur eine Ranzkuh. Sie sah toll aus. Eine Frau. Eine Ranzkuh. Eine richtige Frau. Ach so. Eine, die anpackt. Lou, bist du auch eine Ranzkuh? Ich frag jetzt einfach mal. Entschuldige mal. Ja, was denn? Ey, Chat, können wir jetzt mal kurz Team Triss oder Team Yennefer, bitte? Yennefer. Wir müssen das ganz kurz mal. Ich habe nur Fragen gestellt übrigens. Ich habe nicht geschossen. Ich habe nur Fragen gestellt. Team Triss oder Team Yennefer? Aber Yennefer sieht gut aus in ihrem, ne, mit den Federn und so. Das ist schon sehr schick. Sieht toll aus, aber von der Art her ist sie eine Ranzkuh. Hier, das sind die ganzen Leute, die Rothaarige nicht mögen. Ich mag Rothaarige. Ey. Die Haarfarbe egal. Ja, das hat nichts mit der Haarfarbe zu tun. Das ist nur Zufall jetzt gerade. Sally. Team Dizzy sehe ich auch gerade. Großartig. Ich bin auch auf dem Markt, Leute. Ihr könnt euch an mich ranschmeißen. Alles ist gut. Oh, in letzter Zeit fängt mich Chat echt. Team Zapping, bye bye. Nicht, ne? Ich hab den Chat heute nicht an, also ihr müsst mir Hallig. Das. War nett mit dir, Syva. Mach den schönen Abend, Maga. Ihr müsst mir das sagen. Okay, also sieht ziemlich gleich aus, würde ich sagen. Okay. Also es war durchwachsen. 50-50. Und ich fall halt bei Horizon Zero Dawn in die 50, die nicht halt. Aber was ist denn mit der Blonden hier? Wie hieß sie nochmal? Die ich weggepimpert habe am die, Wasser? Ja, die habe ich auch weggeflext am Wasser. Oh, aber dafür die anderen nicht. Ausdruck. Und danach umgebracht. Danach habe ich sie umgebracht, ja. Entschuldigen Sie, aber sie waren leider nicht gut genug. Es ist vorbei. Das war ein One-Night-Stand. Kelsa Metz hieß sie, genau. Metz, Junge. Die habe ich weggeflext, ist wirklich ein scheiß Ausdruck. Ja, ist ein scheiß Ausdruck. Ist wirklich so. Aber bei Computerspielen kann man das sagen. Ich würde zu einer Frau würde ich das niemals erwähnen. Aber in einem Computerspiel kann ich ruhig sagen, ich habe Frau Metz weggeflext. Bam. Denn ein Wegflexen. Ja, das ist halt so eine. Flanken, so, finde ich, so, find ich so. Genau, wegflanken, das ist halt so ein Kostending. Das finde ich so unmögliche Ausrufe. Also, ne? Das machst du mit 19. Knattern oder sonst was, das finde ich noch, aber flexen klingt für mich wie aus bestimmten. Rüberrutschen. Das machst du mit 19 aus. Und 4 Bags drin, wegflexen. Ja, wegflexen. Und dann noch mit 10 Tonnen Haargel drin, dann flexst du Darm weg. Bier ist nicht das beste Getränk vorm Flexen. Empfehle ich ja Gin Tonic oder so. Ach so, Bier war ja die Geschichte mit dem Regal wahrscheinlich. Die Regalgeschichte. Es gab viel Bier an dem Abend, Freunde. Nein, so. Bier macht so einen Blähbauch. Das ist nicht gut. Siehst du nicht mehr so gut aus da im Bett, wa? Ja, ist doch egal. Dann versuch einzuziehen. Einmal draufdrücken und dann kommt das. Einmal draufdrücken und dann kommt das wieder raus. Ja. Nun. Gut. Dann haben wir alles so, was wir gezockt haben? Mir fiel gerade, ach so, weil, ja genau, das fiel mir nämlich gerade ein, wo Dizzy das gesagt hat. Forza Horizon hatte ja irgendwann dieses neue DLC rausgebracht, ne? Mhm. Hattest du das schon gespielt? Ich? Ja. Nee. Die Insel? Ich hab's mir nämlich mal angeguckt und es war mehr von dem gleichen Zeug. Ich habe nicht viel Spaß daran gehabt, muss ich zugeben. Aber ich war jetzt auch schon, ich glaube Level 200 oder so. Oder Level 120, ich weiß gar nicht. Also ich habe es auf jeden Fall genug Zeit gespielt und dachte mir jetzt, als ich da auf diese Insel kam, nee, mehr von dem gleichen brauche ich jetzt nicht. Also es sah jetzt nicht so besonders aus. Waren schöne Wettereffekte mit den Blitzen und dem allen drum und dran, aber weiß ich nicht, ob sich das jetzt so gelohnt hat. Ich glaube, wo du das gerade so sagst, ne? Ich glaube, ich mache wirklich bald mal Urlaub und zock wirklich, nee, also, ich zock einfach mal gar nichts. Ich glaube, ich mache wirklich mal irgendwie eine Woche oder zwei, suche ich mir irgendwas raus und mache nur noch IRL. Weil ich habe so das Gefühl, gerade wo du das sagst, Forza ist zum Beispiel auch so eine Spielreihe, wo ich unfassbar viel und sehr, sehr gerne, die ich sehr gerne gespielt habe. Aber mittlerweile kommt auch da so bei mir schon so hoch, oh, pff, nee,
ist auch nur so träge und so wie du eben gerade das erwähnt hast. Ich glaube, man braucht, oder bei mir ist das zumindest, ich glaube, ich brauche mal ein bisschen Abstand kurz von Computerspielen nach so vielen Jahren. Momentan? Ja. Bei mir ist es gerade so extrem, dass ich alles spielen will. Ich weiß, dass ich letztes Jahr so eine Phase hatte, wo ich sage, nee, ich habe gerade keine Lust zum Zocken und es hatte mich nicht so richtig angefixt, aber momentan würde ich am liebsten 24/7 zocken. Ich finde es gerade großartig, was auf dem Markt draußen ist, was mich so abholt. Ob das jetzt ein Sekiro ist, ob das My Time at Portia ist, ob das, was ist da noch? Was zocke ich noch? Ja, Mortal Kombat war okay. Oh, Kingdom 2 Crowns. Mega. Das ist alles so. Borderlands 2 spiele ich gerade wieder wie eine bekloppte. Days Gone. Das sind alles Sachen, wo. Ich darf nächste Woche Borderlands 3 spielen. Schön für dich. In L.A. Mhm. Und darf das auch streamen. Ich war selten so neidisch. So, also ich bin selten neidisch, aber da ist der Neid grün. Ich würde auch gerne nach L.A. fahren, aber geht das auch ohne Borderlands? Es ist mir scheißegal, das könnte auch in der Antarktis sein. Ich will einfach nur Borderlands 3 spielen, irgendwo unterirdisch im letzten Loch, es wäre mir so egal, aber es ist Borderlands 3. Oh, da bin ich sehr neidisch drauf. Aber tatsächlich bin ich momentan Spiele 24 Stunden am liebsten. Ja. Abgesehen von jetzt kommenden Monat, wollen wir mal anfangen mit dem Spoiler-Alert? Ja, der ist ja dann gleich vorbei. der ist, glaube ich, bald vorbei. Zum Glück habe ich noch einen Haufen Spiele von den letzten Monaten, die so rumliegen, weil ich muss zugeben. Nee. Ich hab gerade die unfassbar beste Idee gehabt, ne? Hm. Ich mache wirklich, glaube ich, nächsten Monat komplett Gaming-Detox. Ich mache wirklich komplett Gaming-Detox. Ganzen Monat? Ja. Und dann spielst du privat? Nee, gar nicht. Kannst du dann nicht auch GTA-RP einfach spielen? You are my man, du weißt genau, wie der Hase läuft. Ich glaube, ich mache wirklich mal richtig Hardcore-Gaming-Detox. Weil ich kann mir das einfach nicht mehr erklären. Ich finde so viele Spiele so unfassbar kacke mittlerweile, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle schlecht sind. Vielleicht brauchst du ein bisschen Abstand. Ja, ich glaube schon. Letztens habe ich mich das schon gefragt. Weil das nimmt halt, das geht mir selber mittlerweile schon auf den Sack. Deswegen habe ich das auch bei Days Gone, hatte ich das gesagt. Entschuldigung, dass ich das gerade thematisiere, aber ich hatte das extra gesagt, oh nee, Chat, komm, ich habe keinen Bock, lass einfach spielen so. Ist kacke, okay, wissen wir, aber lass mal einfach spielen so. Trotzdem. Weißt du, dass während ich es gespielt habe und mir das erste Mal so das Feeling kam, so, ich habe so ein bisschen Assassin's Creed, so ein bisschen Far Cry Feeling. Und in dem Moment, mein Hirn, ding, 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 Dizzy spielt dort auch heute. Oh. Es fühlte sich auch so an. Ich hab das auch auf Stream gesagt, so, oh, Leute, ich habe so einen Far Cry-Moment. Und der Chat dann so, was ist denn ein Far Cry-Moment? Ah, ich glaube, das wollt ihr nicht wissen. Oh, Mann. Okay, Gaming-Detox. Fuck my life. Ein Monat. Aber ein bisschen was kommt ja raus. Oh ja, ein bisschen was kommt. Apropos, ist übrigens Assassin's Creed Unity immer noch kostenlos? Maria und Joseph. Dieses Spiel, ich habe damals, war ganz neu im Steam und das kam raus und ich war so ein großer Assassin's Creed Fan und dieses Spiel kam raus und dann warst und du ich kein hang an großer einem Assassin's Baum Creed und er Fan, wollte ja diesen Baum nicht loslassen, sondern hat ihn immer kurz losgelassen und sich dann so hingedreht. Und egal, was ich gemacht habe, es hat nicht funktioniert und ich bin das erste Mal in dem Stream, habe ich gemerkt, wie sauer ich werde, wenn es nicht funktioniert, wenn es nicht meine Schuld ist, wenn die Technik in einem Spiel nicht funktioniert, dass ich es nie wieder danach angefasst habe. Ich habe es deinstalliert und es liegt noch irgendwo rum, aber es war damals so schlecht zum Release-Tag und ich habe mich so geärgert, nicht mehr angefasst. Sally? Ich habe es gesehen, du hast es letzte, du bist
Und ich denke mir, das kann doch nicht sein, nach so vielen Jahren. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die im Internet rumrennen und sagen, es ist mittlerweile so gut geworden und es ist spielbar. Sie haben es gefixt. Ich habe es 3 Stunden gespielt, bis ich tatsächlich zum Notre Dame kam. Ja? Am Notre Dame gingen die Bugs einfach los und ich musste die ganze Zeit meinen Charakter zurücksetzen, immer und immer wieder, weil er jedes Mal bei irgendeinem Sprung sich nicht festgehalten hat, sondern den hier gemacht hat, in der Luft, und du dann einfach nichts mehr machen kannst. Und dann musst du einen Checkpoint laden und du fängst wieder von vorne an. Und dann läufst du 10, 15 Minuten rum, schleichst an allen vorbei, springst und dann macht er wieder den. Oh, das hört sich nach Unity an. Was? Das hört sich nach Unity an. Das ist Unity. Oh. Wir reden davon von Unity. Reden wir gerade. Ja. Ich hatte nur kurz Chat gelesen, Entschuldigung. Deswegen, Verzeihung. Ja. Und, da habe ich ein paar lustige Twitter-Memes draus gemacht, habe es ausgemacht, deinstalliert und dachte mir, puh, zum Glück habe ich 0 Euro dafür bezahlt. Das habe ich damals Vollpreis durchgespielt. Ja. Ich habe schon viele. Kein Wunder, dass du einen Detox brauchst. Ich habe mich durch so viele Spiele durchgequält. Ne? Das hängt alles in den Poren drin. Das versuchen mir ganz viele, auch Unity, immer wieder nahe zu bringen. Das Spiel ist aber gut. Ja, das war für dich, war das gut. Bei mir läuft es aber nicht so wie bei dir. Bei mir macht das nur. Und ich krieg so schlechte Laune. Es geht nicht, es will nicht. Es sagt, nein, ich will nicht von dir gespielt werden. Und ich sag, okay, ich habe 1000 andere Sachen, die ich spielen kann. Dann bleibst du halt genau in der Ecke, in der du bist. Es ist, nee. Nein. Das war damals bei mir, hat das so hardcore geleckt, ey. Zur Release. Das war so ein Unfall. Ach, jetzt nur geleckt. Du hast immer noch Pop-Ups. Pop-up? Also auf dem PC, ja, dass Texturen plötzlich eingeblendet werden. Oder dass du halt nur einen gewissen Abstand hast, wo Texturen halt scharf sind und danach siehst du einfach die Grenze, wo es halt unscharf ist und so. Paris ist schön. So, sie haben es schön designt und alles sieht sehr, sehr echt aus. Und ich glaube, es ist sogar 1:1 Scale zu damals, so wie Paris damals war, mehr oder weniger. Ja, aber die haben sich Mühe gegeben. Dann gucke ich mir in die Gesichter der Charaktere und sehe da halt, weiß ich nicht. Und diese Animation beim Kämpfen irgendwie, der schlägt irgendwo hin, nur nicht dahin, wo er soll. Aber beim Gegner kommt es trotzdem an und er fällt tot um, so. Hey, sie haben sich Mühe gegeben, okay? Das ist jetzt mein neuer Lieblingsspruch. Es ist nicht mehr mit, also es ist nicht, um dich zu veräppeln, Sally. Es geht nicht darum, dich zu verarschen gerade. Scheinen dir sehr viele Vorlagen zu liefern. Ja, genau. Durchreitest. Normalerweise sage ich immer, es macht aber Spaß mit Freunden. Und jetzt sage ich immer, hey, Leute, sie haben sich Mühe gegeben, okay? Sie haben sich Mühe gegeben. Teilnehmerurkunde. Also, ganz im Ernst, ich würde jedem sagen, es ist kostenlos oder es war kostenlos. Ich glaube mittlerweile nicht mehr oder ich weiß nicht. Ich will jetzt auch Uplay hier nicht anmachen, sonst stürzt mein PC gleich ab. Sonst hätte ich jetzt nachgeguckt. Aber wenn es kostenlos wäre, kann man es sich kaufen. Aber ganz im Ernst, in dem Spiel haben die so viele Level-Beschränkungen halt eingefügt, hatte ich das Gefühl, dass du halt nicht weiterspielen kannst, wenn du nicht doch die Nebenmission machst und irgendwie questest und levelst, bevor du mit der Hauptmission weitermachst, dass ich es nicht empfehlen würde. Ich meine, es ist alt, man muss es nicht mehr spielen. Aber ich glaube, empfehlen würde ich das nicht. Origin und wie hieß das letzte? Gyros? Odyssey. Gyros. Mega. 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 Da muss man Unity nicht nachholen. Ich glaube, das letzte habe ich jetzt auch irgendwann in einem Sale gekauft, habe es aber noch nicht angemacht. Da warte ich auch noch offen. Odyssey? Da warte ich noch, dass mir. Dass ein Assassin's Creed mich überzeugen muss, da muss sehr, sehr viel richtig passieren in dem Spiel. Also. Du sagst ja, aber du hast auch gerade gesagt, Qualität ist jetzt nicht so. ich weiß nicht mehr. Wie war dein Satz? Sie haben sich Mühe gegeben? Nee, Qualität ist mir nicht so wichtig. Oder ach so. Ja, ich achte auch nicht auf Gesichtsmimik. Da lache ich mal kurz drüber, aber es ist für mich nicht für den spielerischen Wert wichtig. Ist mir egal, ob die. Nee. Das nicht. Ist mir wurscht. Das nicht. Aber ein Spiel, das 2018 rauskommt, sollte zumindest flüssige Animationen und eine einigermaßen bugfreie Spielwelt haben. So,
Ich habe nur Spaß gehabt bei Odyssey. Aber ich mag das. Es ist unzählig viel zu tun. Und ich habe nur Spaß gehabt. Ja, sagen viele. Wie gesagt. Aber das haben sie auch über Horizon und jetzt auch über Assassin's Creed Unity gesagt. Also. Fallout war auch großartig mit Freunden. Entschuldigung. Mein Detox ist noch nicht durch, okay? Ich hab den Detox noch nicht angetreten. Es wird wahrscheinlich der letzte. Erst doch mal los. Nein. Die Zeit geht doch weiter. Nein, ich kann nicht loslassen. Es kommt erst doch schon, ist doch wieder so viel. Sali, es tut mir leid, das wird erst nach meinem Detox gehen. Es wird erst nach meinem Detox passieren, okay? Ja, wenn du Detox machst, dann heißt es ja, dass du gar nicht Rage 2 spielen wirst. Nee. Vielleicht nicht. Was am 14. erscheinen wird. Scheiße. 14. Mai? Mhm. Da sind wir ja schon in den Mai-Spielen drin. Mhm. Achso, sind wir noch nicht durch? Doch, doch. Hab ich was verpasst? Nee. Ich könnte jetzt erzählen, wie ich Minecraft gespielt habe, aber ich bin interessiert, ne? Ey, ich will über Iron Snout noch reden und so, ne? Also, Iron Snout. Erzähl uns doch mal von My Time in Porsche. Das ist doch bestimmt. Hab ich doch schon erzählt. Nee, das war noch nicht genug und ausführlich. Rage 2. Ja. Also, ich kann euch sagen, wie es bei mir war. War vom ersten Trailer von Rage 2 sehr abgeholt. Crazy Musik, crazy Farben, alle sind ja! Und dann habe ich gehört, dass es keine RPG-Elemente haben wird. Und dann ist für mich so eine Art vom Spiel, weiß ich nicht. Es gibt mir die habe ich nicht so Lust zu. Es ist Open World, ne? Mhm. Ja. Und ja. Ich habe den ersten Teil angefangen zu spielen. Den ersten Teil habe ich tatsächlich auch mal angefangen zu spielen. Mhm. Soll er nicht gut gewesen sein, der erste Teil? Also so ein Geheimtipp damals? Also Pre-Detox ist das Far Cry 4. Es hatte sehr an Far Cry erinnert, tatsächlich. Ja. Damals. Ich hatte auch Far Cry-Feeling, das weiß ich noch. Ja. Aber ich habe es ja nicht weitergespielt. Der Teil jetzt so, ich glaube, ich habe einfach zu viel momentan auf meiner Liste, was ich wirklich gerne spielen möchte. Und dann wäre das ein Titel, wo ich sage, ja gut, jetzt habe ich kein Action-Spiel, haben wir mal wieder Lust auf Action und dann würde ich es mir anschauen. Ansonsten muss ich zugeben, dass ich nicht abgeholt bin. Sieht schon bombastisch aus. Steht halt Bethesda gerade aktuell drauf. Da bin ich dann also aktuell ein bisschen vorsichtiger. Ja, Bethesda ist der Publisher. Ja, reicht Publisher schon. Seitig machen die ja vieles richtig, ne? Und ich glaube, id Software ist auch irgendwie mit drin, wenn ich das richtig verstanden habe. Bei dir. Id. Ich glaube, ID. Ja, ich sage mal ja. ID. Ich habe bei den Ausschnitten, die ich gesehen habe, auch so immer so ein bisschen Feeling gehabt von Bulletstorm. Ich kann euch nicht erklären, warum. Findest aber du? So von, ja, so vom, yeah, krass, und den mache ich so, und den zermatsche ich. Ich habe so ein bisschen Bulletstorm-Feeling gehabt. Aber Bulletstorm hat für mich einfach super funktioniert, und ich mag Bulletstorm sehr gerne, weil es aber linear war. Ich habe eine Story, die ich erzählen kann, die erzählt wird. Ich habe diese Areale, wo ich einfach meine Laserpeitsche habe und die coolsten Mordsachen mache, ob die jetzt von einer Pflanze gefressen werden, und dafür kriege ich Skillshots, und das hat mir gefallen. Und das Ganze aber jetzt in ein Open World Mad Max, und dann habe ich Mad Max auf einmal vor Augen und Mad Max war so, oh nee, das ist so, das habe ich übrigens auch durchgespielt. Ja, ich nicht. Das habe ich gar nicht, nee. Okay, Entschuldigung. Ich suche mir meine Grindfest dann doch. Ich muss nicht jedes Grindfest spielen. Also. Ich weiß nicht. Die Welt erinnert mich ein bisschen an Borderlands. Ja, Borderlands. So. Ja. Okay. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag das Szenario. Das geht ja so ein bisschen in die Mad Max-Richtung, so crazy und Autos. Autos und so ein bisschen, wie nennt sich das denn? Postapokalyptisch? Ja, da gibt es noch einen anderen, Endzeit, ne?
Ja, ich glaube Endzeit, ja. Endzeit klingt irgendwie ein bisschen gehobener. Finde ich eigentlich sehr schön. Also, ich habe den ersten Teil gespielt, das war sehr, auch so ein bisschen in die Richtung Far Cry lastig, die waren auch sehr crazy. Kann aber auch sein, dass es halt nicht gut gealtert ist. Ich würde es mir, glaube ich, angucken wollen. Nach dem Detox. Vielleicht mittendrin. Ich weiß noch nicht. Ich habe mich noch nicht entschlossen. Also ich glaube, ich mache 4 Wochen Detox. Ich weiß nicht, ob ich das auslassen kann. Ich glaube, dass mich Shooter allgemein nur abholen, wenn sie eben in die Richtung wie Borderlands gehen. Dass ich diesen RPG und Looten und Leveln. Und Diablo, was halt in Borderlands für mich ist. Für mich der perfekte Shooter mit Freunden zusammen. Aber auch alleine. Das ist für mich Borderlands. Und ich glaube, dass ich alles, was so in die Richtung geht, daran messe und das dann schwierig wird. Weil ich da einfach sehr verkopft bin, dann spiele ich lieber Borderlands 2 und warte auf September. Ich werde irgendwo mal reingucken. Vielleicht zündet es ja dann und sagt, boah, da habe ich jetzt voll Bock drauf. Und wenn nicht, dann nicht. Ist auch eigentlich der einzige Titel, der mich nächsten Monat etwas anspricht. Oh, ich hatte noch einen anderen. Ich hatte A Plague Tale Innocence. Das hatte ich auch noch auf dem Zettel. Da geht's, ich glaube, um Vater und Tochter. Ich hatte da nur den Links gesehen. Das hatte auch eine sehr, sehr interessante Geschichte, muss ich sagen. Das sind 2 Mädels. 2 Mädels? Das fand ich auch sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Also ich habe nur den Nee, der ist Hugo. Annika und Hugo kennenlernen. Also, findest du das echt? Ich muss zugeben, wenn ich mir das angucke, ist das so... Ich fand das interessant. Also es ist mir wahrscheinlich so öde, aber ich fand das sehr interessant. Es sah auch sehr, sehr schön aus. Also auch von der Grafik her und von der Aufmachung her fand ich das auch sehr, sehr schick, muss ich sagen. Das hat mir gefallen. Also das würde ich, glaube ich, auch sagen, so, hey, das kann man sich mal angucken. Es könnte so ein Überraschungshit werden wie hieß denn das? Hellblade. Ich muss auch tatsächlich an Hellblade denken. Wenn ich es so sehe, ich glaube, es ist einfach eine Geschichte, die so erzählt wird, weißt du, wo du viel läufst, viel anschaust und da muss ich tatsächlich zu in der Stimmung sein. Das ist nichts, was ich sage so, oh ja, komm, jetzt gucken wir da kurz rein, sondern da brauche ich... Von den Bildern her sieht es sehr schön aus. Mhm. Sieht tatsächlich sehr, sehr schön aus, aber ja. Ja, lass uns mal überraschen. Und dann noch Close to the Sun. Das war so ein bisschen in die Richtung Borderlands. Das sah auch sehr interessant aus. Nicht Borderlands, Bioshock. Das ging so ein bisschen in die Richtung. Das muss ich aber auch ganz ehrlich sagen. Das ist wohl so Horror-Rätselmäßig. Sah interessant aus. Also ich glaube, da ist die Horror-Komponente nicht so hoch, aber... Oh, die Rätselkomponente, ich bin raus. Das sah für mich auch sehr schön aus, Close to the Sun. Also jetzt, ich denke mal, ich würde es nicht im Stream spielen, weil das, glaube ich, ich wäre nicht so der Typ dafür, aber es sah gut aus, wo man sagen könnte, ey, na, das könnte man sich vielleicht mal angucken. Ich habe tatsächlich noch gar nichts zugesehen. Weil der kommt Monat auch im Mai raus? Mhm. Das kommt am 2. Mai. Also, ja. Zu und her. Ja, für PC. Mhm. Schreibe ich mir mal auf. Das ist interessant. Ja, und dann ist halt Oxygen Not Included, kommt halt aus dem Early Access, ne? Ja. Und genau. Rage ist halt noch mit drin. Und dann Total War halt, ne? Für die Leute, die jetzt Total War abfeiern, so würde ich sagen, ist Total War mit Rage der größte Titel jetzt, glaube ich, den Monat. Also zumindest auf meinem Blatt Papier. Ja, Total War 3 Kingdoms. Ich habe da heute mal kurz reingeguckt. Der Berg hatte das heute auch gespielt. Der durfte da 3 Stunden lang zocken und streamen. Es sieht ganz interessant aus, aber auch sehr kompliziert. Also selbst er musste da sich durch das Tutorial kämpfen, obwohl er eigentlich sehr, sehr viele Strategiespiele spielt und viele Total Wars auch gespielt hat und so.
Also ich mag das Setting, spielt ja in China. Sie sind sehr, sehr nah an der Geschichte, also nicht an der Geschichte geblieben, glaube ich, aber die ganzen Figuren, die man spielt und gegen die man spielt, sind alle tatsächlich historische Figuren aus dieser Zeit, in der das da spielt. Es gibt verschiedene Fraktionen, Piraten, Banditen und so ein Gedöns. Das sieht schön aus. Es klingt schön, halt musikalisch geht's halt in die chinesische Richtung und so. Und ich mag ja eigentlich das chinesische Setting so. Deswegen, da überlege ich, ob ich mal nach Äonen mal wieder so ein Total War spiele. Ich glaube, das letzte Total War, das ich gespielt hatte, war Rome. Da hatte ich, glaube ich, noch nicht mal eine Grafikkarte in meinem PC. Sondern wusste noch nicht, dass es Grafikkarten gibt und habe das alles über den, ich glaube, damals gab es noch Grafikeinheiten auf dem Mainboard oder so oder über Chipset oder keine Ahnung. Ein Pentium 2 PC hatte ich damals, glaube ich, war das. Und oder ein AMD Celeron, irgendwie sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall ewig alter PC und das Spiel war ewig alt damals. Total War Rome hieß das, glaube ich. Und das habe ich mal gespielt. Und danach habe ich nie wieder ein Total War angefasst. Überlege, ob ich mir das nicht vielleicht auch mal angucke. Aber vorher muss ich Anno wenigstens mal gespielt haben. Anno? Ja. Mehr habe ich nicht auf dem Zettel für den Mai. Das Mai ist wirklich... Ich werde mir noch Team Sonic Racing angucken, weil... So diese Kartspiele finde ich eigentlich immer ganz witzig. Mario Kart macht halt bei jedem Teil immer den gleichen Fehler. Es gibt mir nicht die Option, ohne blauen Panzer zu spielen. Was mir sehr, sehr viel Spielspaß klaut immer. Dieser blöde blaue Panzer. Und das letzte Sonic Racing, irgendwie Sonic All-Star Racing hieß das oder so ähnlich. Das soll wohl sehr gut gewesen sein damals. Und als alter Fan von Diddy Kong Racing. So, da war Conker auch mit dabei. Diddy Kong Racing, meiner Meinung nach immer noch das beste Kartspiel aller Zeiten. Besser als Mario Kart 64. Ist vielleicht ganz witzig. Erscheint aber auf PlayStation, Xbox und Switch. Yes. Und zwar 21. Mai. Genau, 21. Ja, 15 so spielbare Augen. Charaktere aus der gesamten Sonic-Welt. Ja. Sally, du könntest dir noch Cattle and Crops angucken. Das ist sowas wie Landwirtschaftssimulator. Ich bin mit My Time at Porsche erstmal gerade komplett. Wenn ich da meine 100% habe, dann schaue ich was noch, nach was Neuem. Rune Factory oder sowas. Forager. Ja, bist du so schnell fertig? Ja, für zwischendurch. Boah, für zwischendurch habe ich... Ja, also was heißt schnell fertig? 2-3 Streams brauchst du schon. Boah, vor allem, wenn du... Das ist mir zu kurz. Das saugt mich da nicht so ein. Nee, ich brauche was jetzt schon mich ein paar Wochen am Leben erhält und meine Seele aufsaugt. Das, Spiel Factorio. Nee, das ist mir zu technisch. Das macht mir, du musst das dir mir keine Freude. Du musst dir vorstellen, Kupfer sind Tomaten und... Kohle sind Gurken. Ja, so stark ist leider meine Vorstellungskraft nicht. Egal in welchem Spiel und selbst wenn es bei wie hieß das mit dem Fuchs, der da rum und die, warte, Crash Bandicoot. Wenn ein Industrielevel kommt, ist bei mir schon der Ofen aus. Ich hasse Industrielevel. Das ist nicht meins. Und bei My Time at Porsche ist es so ein bisschen Industrie drin und das funktioniert und das ist wie das Maximum. Mehr möchte ich nicht haben. Ich möchte ein bisschen meine Erze einschmelzen und so ein bisschen was bauen und nicht komplettes Management über wie laufen meine Förderbänder. Holt mich nicht ab, macht mir keine Freude. Fällt mir ein, Minecraft hat gerade nur das Update bekommen, ne? Also Vanilla Minecraft. Hab ich gehört. Da gibt's jetzt Banditencamps und die überfallen die Dörfer und so. Klingt auch ganz interessant. Das muss ich mir auch mal angucken. Auch wenn es nur Vanilla ist. Aber früher oder später kommt das dann auch in Modded. Nee, dann doch lieber Satisfactory. Ja, stimmt. Das habe ich auch noch nicht weitergespielt. Oh. Ja, da ist jetzt neuer Content.
Echt? Was denn? Ja, irgendwie ist da was Neues drin. Weiß ich nicht. Irgendwie die Leute haben immer gesagt, ich soll reingucken. Neu reingekommen oder ist angekündigt? Irgendwie die Leute haben gesagt, ich soll reingucken. Also ich gehe mal davon aus, dass es da ist. Jetzt eigentlich gelesen. Ich lese eigentlich alles, was die so auf Twitter schreiben. Ich mag ja den Twitter-Kanal von Satisfactory. Ja! Das Spiel wurde 9-mal verkauft. Oh, ich musste so lachen über den Tweet. Also wirklich, wie degeneriert kann man denn sein, weißt du? Oh! 9-mal wurde das verkauft. Das Spiel läuft wohl nicht so gut. Alter, Verwalter. Also für euch mal, um ein bisschen Kontext, da hat jemand einen Zeitungsartikel geschrieben. Und die Macher von Satisfactory haben halt dem erzählt, dass die das Spiel nur 9-mal verkauft haben und das nicht läuft. Also total ironisch. Weil sie sich die ganze Zeit darüber lustig machen, dass Leute behaupten, das Spiel wird ein Flop, weil es nur auf dem Epic Launcher rauskommt und nicht auf Steam. Und alle es boykottieren. Mhm. Und es interessiert halt keinen. Sind halt nur die Reddit-Crybabies und die Twitch-Crybabies, die rumheulen, dass sie es nicht auf Steam spielen können, sondern nur im Epic. Und Epic ja so böse ist. Aber 95% der anderen Leute interessiert das halt nicht und die kaufen es egal wo. Übrigens, Epic ist nur toll, wenn man über den Creators-Code HC-Dizzy einkauft. Moment, Slapstick funktioniert auch ohne Unterstrich. Keine Sonderzeichen. Ha, Schachmatt. Okay. Ich habe übrigens noch ein schönes Remastered. Also ein Spiel, was mir selbst sehr viel Spaß gemacht hat und man kann es zu zweit spielen mit Stefan. War großartig und zwar ist das Sniper Elite V2. Mhm. Das kommt Remastered für die Konsolen nochmal raus. Und oh, den haben wir sehr oft gespielt, den Teil. Ich finde allgemein die Sniper Elite V-Sachen, die haben mir eigentlich an Sniper-Spielen bis jetzt immer am besten gefallen. Der Teil spielt jetzt in Deutschland, ich glaube der danach in Italien und dann das Vierer in Afrika. Nee, erst Afrika und dann Italien. So rum. Wenn ihr mal Lust habt, zu zweit ein bisschen Action-Spaß zu haben, macht zu zweit mega Bock. Auch alleine. Ja, das habe ich, den letzten habe ich gespielt gerade. Ich weiß gar nicht, welcher das war. Aber das war das dann ein bisschen öde. Echt? Ja. Also der Zweier ist kurz, relativ kurz, aber fand ihn sehr gut. Ich muss kurz was ausprobieren. Handzeichen. Okay, das Handzeichen. Jetzt müssen wir warten. Mein Partyfinger. Ich hatte wieder Dreamcatcher gesehen. Klappt nicht so gut. Gott, was ist denn da los? Nee, ist gut. War nur ein Test. Was wolltest du denn testen? Nee, Sachen waren im Chat, die gesagt wurden. Dass jemand hier auf Kommando lacht wie in der Talkshow. Und wir müssen Handzeichen geben. Zurück zum Thema. Also Sniper Elite war das Thema. Ja. Ah. V2. Sniper Elite V2. Alter Titel. Aber wenn ihr so ein bisschen auf Sniper-Spiele Bock habt, sehr gut. In der Tat. Das ja. Macht schon ein bisschen Bock manchmal. Also zu zweit, wenn du dich da noch absprichst, du bist da oben auf dem Dach, guckst du auf den und du kannst markieren, der andere sieht eben, was markiert ist und das hat schon, ich finde, ja, also so als Sniper-Serie ist es für mich eine der besten, die mir am meisten Spaß macht. Ja. Der Witz an der Sache ist, es ist wirklich, der Mai ist vorbei. Der Mai ist zumindest bis jetzt. Bis jetzt, aber ja, kann ja noch was kommen, ja. Können ja noch ein paar Überraschungssachen rauskommen, die man jetzt noch nicht auf dem Schirm hat. Ich hatte zum Beispiel Forager gar nicht auf dem Schirm letzten Monat. Ja, das stimmt. Das war jetzt auch so ein Überraschungstitel, wo ich mir gedacht habe, so, oh, wo kommt das denn her?
Und einen auf einen anderen Tag. Life is Strange kommt noch, die nächste Episode. Die welche ist denn das? Wasteland, glaube ich. Heißt nein, ich meine, wie vielte Episode? Zweite? Oh, erst? Dritte? Zweite? Fünf machen sie doch, oder? Dritte, oder? Dritte? Das war auf jeden Fall eine witzige Geschichte, weil ich habe mir dazu ja, ich habe mir vorhin die Trailer angeguckt dazu, was alles rauskommt. Und dann hörte ich nur so beiläufig, Wasteland, es geht um Drogen und Drogendealer. Und dann denke ich mir so, Papa ist dabei. Google danach, finde nix, gehe im Video zurück, weil ich nicht genau hingeguckt habe. Und dann poppte unten links auf, Life is Strange, Episode Wasteland. Ich so, okay, nee, dann spielen wir es doch nicht. Schade. Das würde ich mir ja auch mal wünschen, so ein Spiel. Irgendwie was mit so Pablo Escobar-mäßig. Yep. Hier, Ubisoft. Was am Anfang auch gefloppt ist. Letztes oder vorletztes Jahr. Wie hieß denn das? Nein, das ist das, nein. Wildlands. Oh, ja, Wildlands. Soll, aber es wird irgendwie über jedes Ubisoft-Spiel gesagt, unter anderem auch über Assassin's Creed Unity, soll mittlerweile auch ziemlich gut sein. Ich meine, von der Thematik ist das genau das. Ich möchte noch mal ganz kurz Prä-Detox anmerken, ja? Nein. Da ist Ubisoft drin, fertig. Das soll qualitativ mittlerweile sehr hochwertig sein. Habe ich nur gelesen. Keine Ahnung. Gespielt das habe ich, das wäre auch wirklich ohne Scheiß, da war ich wirklich sehr, sehr traurig. Also bei dem Spiel war ich unfassbar traurig. Weil das ist so das Einzige, wofür ich mich außerhalb von Streamen und Computerspielen unfassbar interessiere. Drogen, Drogenkartelle, Drogenbosse, Kolumbien, Mexiko halt, ne, so diese ganzen Dinger. Ich habe alles gesehen. Ich würde gerne Spanisch lernen, nur um Reportagen darüber zu gucken in Originalsprache. Und nein, ich nehme keine Drogen. Und das ist das, was, wofür ich mich neben dem Videospiel noch interessiere. Drogen und Prostituierte. Koks und Nutten. Level up und Nutten. Alles andere zählt nicht. Alles andere knallt nicht rein. Moment, Level Up und Thoughts heißt das hier auf Twitch. Level Up und was? Und Thoughts. Thoughts? Thoughts. Was ist das denn? Das ist der Begriff. Hm? Hab ich mal gehört. Ich weiß, dass das ein Begriff ist, aber für was nutzt du ihn gerade? Leicht bekleidete Frauen, die Viewer abgreifen. Was? Leicht bekleidete Frauen. Okay, und auf Twitch. Wie? Thoughts. THOTS. Oder heißt das nicht sowas wie Kröte? Weiß ich nicht. Was das, woher das? Ich bin keine 13 mehr. Ich habe das nur mal gehört. Das ist so wie Deppen. Er hat das gerade ganz anders buchstabiert, halt als das, was ich verstanden habe. 33-Jähriger. Was? So, aber woher der Begriff jetzt genau kommt, weiß ich doch nicht. Ja. Nee, aber das meinte ich jetzt in der Tat nicht. Ja. Oh. Sondern wirklich so. Ja, ich war traurig darüber, ja. Ah. Ich war sehr traurig. Ich wollte. Aber es war halt wieder. Das würde ich, das unglaublich schön würde ich das finden. Das wäre mal so ein Spiel, das würde ich richtig, richtig hart feiern. Mhm. Oder so ein, habt ihr Sicario gesehen? Den Film? Ja. Der steht noch auf meiner Liste. Oh, guck dir den bloß an, Alter. Ja, das ist ein Denis Villeneuve-Film, den muss ich mir angucken. Oh, den musst du dir unbedingt angucken. Also, wenn du so das Genre machst, Alter, Alter, den kannst du auch nirgendwo gucken. Den kannst du nur ausleihen. Doch. Nein, den habe ich letztens noch irgendwo gesehen. Nee. Entweder auf Amazon oder, warte, Sicario. Da habe ich nämlich noch kurz überlegt, ob ich mir den angucke. Ja, enthalten in Prime. Den gibt's auf Amazon Prime. Aber ach so, ich wollte den Zweier sehen dann. Ach so, ja, genau. Doch, der zweite ist auch enthalten. Oh, dann ist das neu. Okay, tschüss, wir müssen aufhören. Ich muss heute Abend einen Film gucken. Oi! Weil der zweite ist nicht von Denis Villeneuve, oder? Nee. Ich glaube, ich bin mir nicht so sicher, ob der zweite auch gut ist. Nämlich ein anderer Regisseur. Und das klingt so sehr danach, als hätten sie einfach nur den ersten genommen und einen Actionflick draus gemacht. Was? Hey, entspann dich mal kurz. Ich meine, spielt auch Benicio del Toro mit. Aber. Alter, das ist ohne Scheiß, ne? Sicario, das hat mich komplett weggeknallt. Ich habe ja selten Momente,
wo mich noch was schockt, so in diesem Genre. Aber das hat mich wirklich geschockt damals. Okay. Ja, der Regisseur ist einfach, der macht jetzt gerade übrigens Dune, ne? Echt? Der Regisseur, ja, ja. Den Wüstenplanet? Ja. Ah. Das wird nochmal neu sehr gemacht? Sehr guten Besetzung, ja. Ey, theoretisch wollte ich gerade sagen, wollen wir heute Abend noch einen Filmabend machen, Leute? Wir gucken Sicario, aber nur für Leute, die Prime haben. Und wenn ihr Prime habt, könnt ihr auch gleich, ihr wisst schon, einen Streamer eurer Wahl unterstützen. Oder ein Talkformat eurer Wahl. Oh. Wenn ich nur Streamer sein. Wir sind ja auch Streamer. Aber ich wollte jetzt keinen Namen nennen, weil ich war jetzt nicht... Okay. Wir nach dem Plankenschnack bei mir im Discord Sicario 2 gucken. Ich habe nämlich noch Zeit. Ich muss nämlich erst morgen erst packen. Geil! Yes! Okay. Also nur, wer Bock hat, ne? Slabby, das war eine sehr gute Idee. Ich glaube, du warst ja Ideenspender. Ja, Koks und Nutten, habe ich gesagt. Was du jetzt daraus gemacht hast. Ist dasselbe. Hey, so läuft das immer hier. Ich komme mit den Ideen und du machst halt. Eben. Eben. Einer von uns beiden muss ja streamen. Sehr gut. Ich bringe Koks und Nutten, du machst die Arbeit. Ah, gut. Nun. Ich schaue, dass es allen gut geht. Ja. Ja, dann würde ich ja, ich weiß nicht, wir haben ja, haben wir doch irgendwas auf dem Zettel, worüber wir unbedingt reden müssen? Hat der Chat irgendwas auf dem Zettel, worüber er unbedingt reden möchte? Ich sehe ihn jetzt gerade zwar nicht, aber hier. Ja, vorhin wurde meine Frage gestellt, was wir, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war Satisfactory, was wir davon halten, glaube ich. Ach so, ja. PS5, Twitch News, ja, die Twitch News sehen auch nicht besser aus, aber irgendwas hatte ich noch im Zettel. Was wollen wir jetzt über die PS5 sagen? Na, ja. Kannst du ja genau das sagen, was da stand, mehr kannst du ja noch nicht sagen. Also über die PS5 kann ich dir genauso viel sagen, wie über das Falthandy von Samsung. Ah, ja. Das Falthandy. Ja, 8K und so. Vollkommen abwärtskompatibel und nee. Anscheinend doch. Nur 4. Nein. Von 5 auf 4. Nur auf 4. Ja, das nein. meine ich mit komplett. Nein. Bitte, damit brichst du jedem PlayStation-Spieler das Herz, wenn du sagst, vollwertig abwärtskompatibel. Dass dann würde ich PS3-Spiele da nicht reinpassen, das sollte doch jedem PlayStation-Fanboy klar sein, oder? Aber jeder nicht? Wünscht also. Sich das. Aber es geht und die nicht. Zweier und so. Oh, es wäre so schön, wenn du die da alle reinstopfen könntest. Aber es ist technisch unmöglich. Also, nicht unmöglich, aber... Doppeltes Laufwerk. Keine Ahnung. Ja, genau. Hm? Nee, nicht ein doppeltes Laufwerk, sondern ein doppeltes System müsste da drin sein. Ja? Du müsstest heute einen Prozessor entwickeln, der auf der gleichen Architektur funktioniert wie der damals und den dann nochmal extra da reinsetzen. Das wäre doch meine Idee. Ja. Zu den 8K. Weiß nicht. Wollen wir nochmal kurz über die ruckelnden 4K reden, bevor wir von 8K reden? Ich habe keinen. Ach so. Naja, das überspringen sie dann wahrscheinlich, ne? Ja, bestimmt. Bestimmt. Ja, 8K heißt nur, dass es 8K geht und 8K wird ruckeln, aber dafür wird 4K wahrscheinlich gut aussehen. Mhm. Ist ja noch kein offizieller Release, ne? Also, wir haben noch nicht gesagt, wurde noch gar nichts angekündigt, sind ja, nur also. Leaks. Relativ offizielle Leaks, wenn man so vernimmt, aber... Doch, 4K aber sie behalten offensichtlich das Disklaufwerk und da muss ich sagen, warum? Hätte man da nicht noch ein bisschen Geld abzwacken können, Disklaufwerk rauslassen können und einfach nur noch über... Slappy, weil es Menschen gibt, die in Dunkeldeutschland auf dem Land wohnen und eine fucking 16.000er Leitung haben. Ah. So, das ja, machst und? Du? Ja. Keine Ladezeiten. Kein mechanisches Laufwerk, das kaputt geht nach 2 Jahren, weil es dumm rumsteht. So. Einfach ein meine funktioniert übrigens immer noch, meine erste. Meine erste PlayStation? Meine nicht. Doch, die ist 4 Jahre alt, die funktioniert erste, immer noch. Die erste. PS4 Pro, die ich seit 3 Jahren habe, oder 2 Jahren? Weiß ich gar nicht. Der fängt das Laufwerk schon an zu spinnen, aber ich benutze es auch nie. Ich glaube, du sollst nicht so oft auf die CDs, die du da einwirfst, ne? Hm. Die kannst du dir nicht unten einfach immer rüberstecken. Das ist, auch wenn es schön glitzert und so, aber nein. Ich sehe mich halt selbst darin. Ja,
Hör auf damit, dann ist das klar, dass das dann nachher auch alles verklebt und verschmiert so. Ja, ja und hier ist, ne, weniger Angriffsfläche. So, warum nicht so? Keine Ladezeiten, du steckst es nur rein, es funktioniert sofort. Bam. Muss ja nicht SD-Kartenformat machen, kannst ein bisschen dein eigenes Format machen und ja, weiß ich nicht. Aber naja. MIDI. Wie hießen die Kassetten damals? Nicht die Kassetten. MDs. MDs, genau. Schön MDs reinballern. SD-Karten werden mega. Dann könnte man die Scheiße da runterlöschen und dann hätte man gleich eine ordentliche SD-Karte. Ist doch so. Dann kannst du endlich mal ein Computerspiel kaufen, brauchst du nicht mehr, lösche runter. Zack. Ja, aber es wäre dann wieder zu einfach, das wahrscheinlich zu Kopierschutz zu umgehen. Oder genau, so. Das stimmt, ja. Oh ja, richtig, ja. Was denn? Nee, ja, hast recht damit, ja. Was dann funktioniert das nicht. Ich habe mein Game formatiert, ja. Hey, Mann, Sony, es tut mir wirklich leid, Mann. Ich habe mein Game formatiert. Hä, wie geht denn das? Ja, eure SD-Karte war nicht schreibgeschützt. Ich habe aus Versehen den Regler hochgeschoben. Bin ich Affleck beim Reinschieben. Mega. Oh, Mann, großartig. Nun, wollen wir in die Twitch-News reinrutschen? Müssen wir da mal reinrutschen? Das ist ein Punkt. Warte. Ich hab heute alles vorbereitet, Alter. Hör auf jetzt. Warte, ich mach. Du musst Zeichen machen. Nee. Ich kann euch das auch anmachen, glaube ich. Vorsichtig, könnte eventuell laut sein. Twitch News. Piep, 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 piep. Hallo. Hier sind die Twitch News. Wir haben heute nur einen Punkt. Und zwar weiß ich noch nicht mal. Das war schön, Flemmi. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal, ob das noch, überhaupt noch funktioniert, weil Twitch selbst nicht gesagt hat, wie lange das gehen wird. Nur für kurze Zeit. Wenn man nämlich jetzt Bits cheert im Chat und dazu den Bleed Purple Cheer Mode benutzt, dann kriegt man 10% nochmal obendrauf an Bits. Also ab 10 Cheers ab 10 Bits funktioniert das, glaube ich. Kriegt man halt dann 11. So, die man dann cheert. Aber nur mit Bleed Purple Cheer Mode. So, das waren die Twitch News. Ich lasse nochmal Jingle laufen. Ja. Twitch News. Twitch News. Beep, 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 beep. Geil, ey, so mit Jingle ist. Mit Jingle macht das viel mehr her wieder, oder? Ja. Wir entwickeln uns wieder nach vorne. Aus der Steinzeit, wieder weg. Aber jetzt muss ich ja auch wieder Regie machen. Deswegen ist das halt auch ein bisschen schwierig, ne? Ja. Naja. Vielleicht brauchst du mal einen Regie-Detox. Nee. Ich brauche, ohne Scheiß jetzt, Gaming-Detox ist angesetzt jetzt. Der Gaming-Detox geht morgen los. Bei mir übrigens ab morgen Gaming-Content. Bei mir auch. Wollte ich nur mal sagen. Hey, also. Pff. Nee, wann Spaß ist, wenn ich morgen streamen würde. Seid ihr bescheuert? Der ist gone. Ab morgen geht's los. Ein Monat Detox. Den kompletten Mai. Ja, kompletter Mai-Gaming-Detox. Ansage. Scheiße, wenn ich Gaming-Detox sage, darf ich auch kein GTA spielen, ne? Doch, GTA RP ist ja kein Spiel. Ist kein Game, ne? Nee. Stimmt. Ein Und Monat Gaming. Sieht euch das auch so aus, wie ihr wollt, wa? Ich muss auch noch was zu essen organisieren. Ich soll nicht Videospiele spielen. Da muss man nicht solche Sprüche bringen. Ich kann doch jetzt nicht ein Monat Gaming-Detox und dann, ach, ich mach GTA an. Nee, ich wollte im Juni noch mehr Subs haben als Slappy, okay? Ich komm dir verdächtig nah, Freundchen. Scheiße, ey. Fuck, ey. Okay, pass auf. Gaming-Detox. Ab morgen, 1. Mai. Ach, scheiße, geht auch nicht. Ich fahr zu Borderlands. Fuck. Okay. In Europa. Gaming-Detox in Europa. Danke. Slavi, du spielst mir heute wirklich gut zu. Ich kann auch für dich gehen. Wollen wir tauschen? Borderlands? Wenn du möchtest. Sofort. Ja? Kannst du das so machen, dass sie das spielt, also zu Hause, und ich dafür nach L.A. fahre? Nee. Seid ihr doof? Ich will auch nach L.A. Ich will nicht nach L.A. Ich will nur Was?
spielen. Warst du schon mal da drüben? Interessiert mich nicht, ehrlich. Ich will Borderlands 3 spielen. Oh, ich will mir die neuen Charaktere angucken. Ah, ich will Borderlands 3 spielen. Ich nicht. Scheißegal, wo das ist. Könnte auch irgendwo im Sumpf sein, wo Alligatoren und Moskitos ist, mir egal. Borderlands. Ungefähr ist LA auch. Nee, ist Florida. Ah, gut. What? Ehrlich, aber hey, nee. Ja, ist ja okay, muss ja nicht. Also, meine Kamera freut sich. Also, ich. Oh. Eine Kamera halten und einen Knopf drücken kann ich auch. Kannst du mir auch mitgeben. Ja, die sollen aber auch dann schon noch ein paar Likes bei Instagram kriegen, ne? Ich baller da einfach so häufig drauf. Irgendwo wird dann auch mal was funktionieren. Eine kaputte Uhr ist zweimal am Tag auch richtig. So. Ne? Slammy Mensch, heute bist du aber on fire, Junge. Ich glaube, dein Streaming-Detox tut dir sehr gut. Okay, gut. Wollen wir schließen für heute? Schließen wir. Nun, wer möchte anfangen? Ach so, nee, wow, 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 Content Creator. Ach so, oh. Oh, oh Content Creator. Mein Content Creator ist die Pink Pony, die momentan... Schneen spielt momentan eine Reihe von Games, die von die Cat Lady und momentan Lorelei. Ich weiß nicht. Ah ja, Lorelei, habe ich gehört. Ja, das spielt sie gerade. Aber nicht so abgefahren wie Cat Lady, ne? Sondern das soll nur Adventure. Achso, ja, okay. Sorry, ich dachte, du wirst. Ich mag Schneen sehr gerne. Ja, ich auch. Spielt auch Sekiro. Da gucke ich sehr gerne zu. Und dann spielt sie eben jetzt gerade Lorelei und davor eben Cat Lady hat sie dann durchgespielt, weil der diese Spiele gemacht hat, was Neues rausbringt und sie möchte sich da so ein bisschen mehr reinfühlen. Also wenn ihr euch gut unterhalten lassen wollt, dann schaut doch mal hier. Da war ein V dazwischen. Das gehört dazu. Schaut mal bei der Schmin vorbei. Eine ganz bezaubernde. Hast du schon gewählt? Ich hätte jemanden. Ja, willst du? Ja, den habe ich zwar schon 100.000 Mal, aber den gucke ich halt momentan wieder extrem viel. Und da ich Berg gerade schon gerade erst vorgeschlagen hatte, nehme ich ihn hier wieder. Excessive Profanity. Der zockt nämlich gerade wieder Metal Gear Solid Phantom Pain. Mhm. Ja, genau. So, das ist seine Lieblingsspielereihe und jedes Mal, wenn er die wieder spielt, ich glaube, er macht das einmal im Jahr, dass er irgendein Metal Gear oder die ganze Reihe gleich von Anfang bis zum Ende wieder durchspielt mit irgendwelchen Regeln, Mods oder sonstigen Zeug, was ihm da gerade einfällt, gucke ich ihm super gerne zu, weil er einfach diese Spielreihe liebt. Und Leuten dabei zuzugucken, wie sie Dinge lieben, ist einfach das Beste an Twitch. Und deswegen, abgesehen davon, dass er natürlich einfach ein unfassbar cooler Dude ist und ihr müsstet den Link posten, weil ich habe ja den Chat nicht auf, fällt mir gerade ein. Habt ihr den Link? Sonst klicke ich euch den hier. Danke. Kannst du, Sally, ich habe noch was im Zwischenspeicher. Mein. Oh, jetzt fällt mir. Oh, das ist eine gute. Genau, auf jeden Fall, SS Profanity, ich mag ihn. Coole Ansichten, sehr, sehr streng, was ich aber auch sehr mag. So, da darf man sich nicht wundern, wenn man was in Chat schreibt und angeschnauzt wird, weil er gerne Leute anschnauzt. Aber das muss man mit Humor nehmen, weil es gehört zu seinem Unterhaltungsgrad dazu. Willst du mir jetzt damit sagen? Achso, ich soll das posten? Mhm, das wäre ganz lieb. Außer, ich kann es gleich auch machen. Okay, super. Kein Problem. Ich habe nicht verstanden, worauf du hinaus möchtest. Mhm. Ich habe Streampriester, um einfach mal auch mal wen zu nennen, den man selber konsumiert, weil ich glaube, ich habe die letzten paar Wochen, Monate nur Fotografen gehabt und ich glaube, die Grüße gehen raus an Streampriester, der, weiß ich nicht, irgendwie, ich kann das immer noch nicht einordnen, damals habe ich gedacht, der kommt immer zum Legion, jetzt mittlerweile ist er in der Community mit drinne
Und was ich unfassbar interessant finde und was ihn für mich immer noch sympathischer macht, wir sehen uns davor auf der Messe. Wir wollen uns eigentlich immer, glaube ich, kurz unterhalten, aber es kommt irgendwie nie zustande. Und ich finde ihn einfach, ich weiß nicht, wenn ich ihn sehe, finde ich ihn immer so knuffig. Kann ich das sagen? Ich finde ihn immer so ein bisschen knuffig, so zu sagen, ach Mann, Stream-Priester, du bist eigentlich ein guter Kumpel, ne? Das ist so ein, da geht man mit dem Elbow ran, die, oh Mensch, Stream-Priester, ne? Du bist aber hier, du bist aber Kumpel bist du, ne? Und Stream-Priester, den mag ich sehr gerne. Ich gucke ab und zu mal, bin ich so ein bisschen bei ihm drinne, lass mich so ein bisschen berieseln, spielt viel World of Tanks so. Jetzt gerade habe ich keinen Überblick, was er so spielt, aber er ist ein wirklich netter Mensch. Und ich freue mich. Ich freue mich darauf, mit ihm Wolfenstein zu spielen. Ich werde nämlich zusammen mit ihm Wolfenstein spielen. Das Neue. Mit ihm zusammen? Ja, das Neue. Youngblood wird ein Koop. Ach so. Mhm. Ach, da wurde ein Neues angekündigt. Ja, mit den Mädels. Das kommt nächsten Monat. Nee, Im Juni kommt Youngblood. Wolfenstein. Ja. Wolfenstein Youngblood, ja. Seine Töchter. Ja. Herr Bleskowitsch hat Zwillinge gemacht. Die man schon im Bauch gesehen hat in der einen Zwischensequenz? Ja. Ja. Huh. So ein Spin-off, also so für 20, 30 Euro? Ja. Verstehe. Und weißt du, was cool ist? Hm? Kaufe eins und spiele mit zwei. Ja. Ist mega. Cool. Und Spin-offs sind wir bekanntlicherweise von Machine Games auch so lang. Wie normale Spiele. Das wird schön. Das wird sehr cool. Schön. Ja, kann ich auf jeden Fall auch hier Daumen auf die beiden Empfehlungen meiner Mitgefangenen hier. Mitgefangenen? Ja. Möchte jemand abschließen heute? Zuerst? Schön war's. Ich habe einen Schlüssel, ich kann abschließen. Es war schön. Ich freue mich auf die kommende Woche. Ich wünsche euch einen guten Start. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es euch gut gehen. Ist das? Oh, wow, Crumpy Cat. Jetzt habe ich es erst erkannt. Tschö. Bist du fertig, Labby? Was? Ich dachte, dann mache ich schließe ab. Aber schließe ich doch nicht ab. Ach so, dann schließ ab. Tschüss, Freunde der Sonne. Macht euch einen schönen Restabend. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, gleich im Discord. Das ist kein Witz jetzt, weil ich werde mir jetzt Sicario 2 reinziehen. Vielleicht können wir uns auch darauf einigen, wir gucken 1, weil den gibt's auch. Also, falls noch wirklich jemand Bock hat, mit mir den Film zu gucken, in Prime, dann los. Dankeschön fürs Einschalten. Slappy Sale, vielen Dank fürs Hiersein. Das war heute wirklich vorzüglich, finde ich. Slappy hat sehr schöne Bälle gespielt. Auf jeden Fall. Und ist der eingefroren? Ja. Slappy ist eingefroren. Nein. Doch. Jetzt mach weiter. Ach so, bei mir bewegt er sich nicht mehr. Ja, mach weiter. Kannst du jetzt endlich zu Ende quatschen, oder was? Ach so, lol. Ich dachte, oh, das hast du wirklich gut gemacht. Ich habe jetzt nicht. Ich habe wirklich gedacht, hast du bist Jingle. Ich wollte gerade refreshen. Ich hab sogar extra dich geblinzelt, Mann. Fuck my life, jetzt hast du mich reingelegt. Auf jeden Fall war das ein sehr großartiger Plankenschnack. Ich freue mich sehr auf den Detox. Das war, glaube ich, eine sehr gute Idee. Und ich wünsche euch einen angenehmen Start in die neue Woche. HDGDL, Love You Long Times und spielt keine verschissenen Grinder, die langweilig sind. Das muss ich jetzt noch sagen, vorm Detox. Diese verfickten Scheiß-Days-Gone-Titel und diese verfickte Scheiße mit diesem ganzen Ubisoft-Kram. Spielt das nicht. Das ist verschwendetes Geld. So. Spielt es nur, wenn ihr Spaß an Grinder-Spielen habt. Jetzt können wir weitermachen. Tschüss. Ich habe vergessen, womit ich gerade meinen Satz angefangen habe. Deswegen, ich wünsche euch auch einen schönen Abend. Einen guten Rest Sonntag. Die anderthalb Stunden und bis in 2 Wochen. Und sonst danke. Bis Zuschauen. Tschüss. Achso, ich muss ja offline drücken. Übrigens, morgen Days Gone. Gaming Content bei Salista. Ich fliege morgen nach L.A. zu Borderlands 3. Ich schreibe morgen einen Artikel. Achso, wir winken. Hi, ich hab's vergessen.